Hat der mal eine Taschenlampe da? Das oder nein, das Laser? Ist nein. Taschenlampe? Das ist ein Firmenlaptop, ne? Was? Nö, das ist meine. Oh, wow. Sind jetzt alle so blind da vorne. Also wenn ihr wollt, könnt ihr anfangen. Wow, cool. Wenn wir wollen, wie sieht es denn mit meinem Lieblingsthema aus? Kalender? Kalender? Nein. Peter. Nokia? Also der Record-Button ist gedrückt, falls das dein Lieblingsthema ist. Ja. Ist der Stream-Button auch gedrückt? Es gibt keinen Stream-Button, der läuft immer. Und ist es Multitrack jetzt oder überlegt, nicht? Jetzt überlegt, gerade zu. Guck mal. Multitrack? Dennis. Ihr habt 3 Minuten 18, dann ist der Stick voll fürs Recording. 3 Stunden. Schwitz. Multitrack? Multitrack. Geil. 16 Kanäle. Jetzt schon zweimal mit Profis. Vor allem die Stimme aus dem Off finde ich geil von Peter und Danimo. Übrigens, Peter und Danimo. Der Peter und Danimo. Genau. An den Reglern. An den Reglern. Genau, wer von euch hier auch noch nicht war, das ist hier Bär. Ja, der Name ist Programm und das ist das Village des CCCB und Freunde, also sozusagen alles, was irgendwie Berlin ist. Das schließt da hinten auch noch die Seabase mit ein, wer hier sonst noch irgendwie angedockt hat. Da gibt es auch noch ein paar andere interessante Zelte. Ne? Open Data auf Open der Data Seite, City und keine Ahnung, ich habe es mir alles noch nicht aufgeschrieben. Oh, der Clemens hat so viel Hall. Ich bin ja... Du hast wirklich viel Hall. Gehst du irgendwie mehr Halle? Raus als ich? Hall? Das geht gar nicht, ne Tim? Tim, nee. Nee, wir haben alle Hall, wenn wir richtig sprechen. Doch. Okay, also du meinst, wir können jetzt einfach anfangen. Ich könnte ja vorher nochmal, lass mich nochmal kurz nachdenken. Irgendwas fehlt. So viel Zeit haben wir nicht. Ja. Das Intro. 3 Stunden 18, du hast das Intro gehört. Fehlt. Oh Gott, ja, nee. Themen fehlen. Ich könnte nochmal die Ergebnisse der zweiten Bundesliga durchsagen vorher. Nein. David, was mit dir? Habt ihr jetzt also kommt ich meine live. Ja, es geht live. Los. Jede Minute geht von deiner Recording-Zeit ab. Ja, ne, okay, also ihr seid sozusagen vorbereitet. Na, dann würde ich sagen, halten wir jetzt einfach mal die Klappe und ihr legt mal los. Jetzt ist der David hinter dir. Ach so, ach wieso, das musst du das jetzt wieder vor Ort machen, oder was? Ich muss das live singen. Was? Wie? Soll ich das hier was? Was denn? Schicken? Nee, ja. jetzt nicht mehr. Du kannst das von hier hinten abspielen, wenn du nach hier hinten kommst. Genau, spiel doch das mal von der. Erstmal Zwischenapplaus für David, ihr wisst schon. Ne? Der David. Diesmal streng geheim, ohne dass Tim Livion konnte. Genau, ich habe keine Ahnung, ich schwitze auch schon ein bisschen. Was eigentlich, kriege ich eigentlich auch ein Bier? Oder nicht? Wenn du eins willst. ich glaube, das ist für Clemens. Ey, geil. Ohne Zilter. Da reden wir jetzt nachher drüber. Gib mir einfach irgendwie das, wo Tim draufsteht. Nein, Finger weg. Hopfenkuss. Nehme ich. Okay. Also. Okay, ich würde sagen... Machen wir das Intro nochmal. Ist David schon hinten? Was? Ey. Dennis will wohl auch Bier. Oh. Wir hören sie seit Jahren. Hier ist die Freakshow. Wir lachen mit ihnen. Bullshit makes the flowers grow. Bullshit mit Doppel-O? Bullshit. Wir streiten mit ihnen. Da fehlt es mir allerdings an Kompetenz. Die sitzt hier. Ja, die sitzt nur hier alle paar Wochen. Wer ist denn dauernd in England, du Pfeifer? Wir leiden mit ihnen. Müssen wir wieder mehr über Apple ranten. Aber was passiert, wenn die Mikros ausgeschaltet sind? Ist die Harmonie nur gespielt? Das Doku-Drama. Freaks Backstage wird es zeigen. Sehen Sie Ralf Stockmann als Dennis Ahrens. Na, die anderen Jungs interessieren mich ja nicht. Ich bin eigentlich nur hier, um Mitstreiter für meinen Bitcoin-Pool zu bekommen. Aber ich bleib wegen der Pizza. Martin Fischer ist Huckel. Ein Glück, dass niemand weiß, dass ich der Einzige bin, der von Tim hier Gage bekommt. Holger Klein ist Clemens Schrimpe. Wenn die Meta-Ebene nicht bald auf IPv6 umgestellt ist, bin ich weg. Dann heißt es Ciao, ihr Hinterwäldler. Lebt alleine in der Steinzeit weiter. Reinhard Remford ist Roddy. Schritt für Schritt übernehme ich die Meta-Ebene. Irgendwann gehört der ganze Scheißladen hier mir. Alles meins. Meins.
Und Roddy ist Tim Pritlove. Also eigentlich sollte ja die Live-Sendung vom Camp im kleinen Sendezentrumszelt stattfinden. Aber dann habe ich den Dieselgenerator genau neben das Sendezentrum bauen lassen, sodass wir auf die große Bühne ausreichen mussten. Bald in einem Kino ihrer Fantasie. Geht schon los? Ja, das ist sie. Ich habe total vergessen, welche Sendung das jetzt hier eigentlich gerade ist. Und ich habe kein Netz. Welche Sendung ist denn das jetzt? 159. Die Freakshow live vom Chaos Communication Camp 2015. Direkt von der Bärbühne mit wahnsinnig vielen wundervollen Gästen. Hallo, willkommen. Euer Einsatz. Genau, und das letzte Mal, bevor wir dann alle inkognito im Kino kommen, sind wir hier in Vollbesetzung angetreten. Und ich stelle mal vor, die Stimme der Jugend, Huckel. Guten Tag. Hallo. Wie lange bist du hier vor Ort? Ich war on und off, ich hatte so eine On- und Off-Beziehung erst. Hm. Ich war schon Samstag da, aber dann wegen Arbeit nochmal hin und zurück und seit Mittwoch tatsächlich erst fest hier. Hm. Okay. Wie, letzte Woche warst du schon da? Ja. Haben wir uns aber nicht gesehen. Nee. Aber war ich da. Okay. Und neben mir? Ich bin auch seit Samstag da. Dennis. Ohne On-Off. The Darth. Darth. Nee. Nee. Das wird mir runtergeschoben. Eigentlich ist es irgendwie anders. Okay. Ja, ich. Wie auch immer. Dennis, der Original Dennis, hier rechts von mir. Tim ist wieder zurück von der Insel. Ja, endlich. Auch jetzt dauerhaft von der Insel. Ja, ja, reicht ja auch. Seit wann bist du hier? Ich hatte auch so eine On- und Off-Beziehung. Mehrere Male, immer so hin und so. Ich muss ja mal gucken, was hier so geht und so. Dachte mir so, oh nee, die schwitzen und arbeiten ja alle noch, fahre ich mal nach Hause. ja, so gefühlt seit Sonntag bin ich hier. Okay. Passt schon. Hatte auf jeden Fall schon ordentlich Teng eingefahren. Nein. So aus. Ja. Genau. Mit Gesamtmischpoke und Soße und Schaf und so und Camper. Volles Programm, genau. Okay, da wollen wir nachher was noch zu hören zu deinem tollen englischen Camper, den du da mitgebracht hast. Ja. Ich hab den noch nicht gesehen. Bist du irgendwie leiser als ich? Ja. Clemens ja. Ist leiser. Immer leiser als willst du doch so. Clemens muss, ja oder nein? Ja. Vielleicht muss Clemens auf das Mikro Clemens einfach näher vor dir. Noch dichter. Clemens einfach ein bisschen lauter. Den weder ich aber. Ja. Clemens? Ja. Ja, du bist auch da, Clemens. Ja, das finde ich super. Ich bin auch on und off da. Genau. Seit Freitag immer mal so on and off. Ich habe ja hier oben meinen Landsitz um die Ecke. So 20, 25. Wie war nochmal die Hausnummer? Die Hausnummer? 19. Und die Straße? Seestraße. Nützt dir nichts, weil hier gibt es massenhaft davon. Bis der Arzt kommt. Jedes Dorf hat hier eine Seestraße. Aber ich meine, Landsitz impliziert ja irgendwie, dass es eine Straße ist, wo es auch nur eine Hausnummer gibt. Nee, die machen das hier oben ganz besonders toll. Die glauben, dass so eine Nummern unglaublich wertvoll und selten sind. Deswegen gehen die selbst bei uns in unserem Dorf, wo vielleicht so 80 People wohnen insgesamt oder was, gehen die Hausnummern hoch bis R immer. Also immer eine Zahl und dann noch R irgendwas da hinten dran. Deswegen, R? Ja, R. Für? Ja, 19R zum Beispiel. Aber es gibt jetzt nicht 19P oder so. Doch, 19P gibt's auch. Ach. Aber wie gesagt, ich habe keine Ahnung, warum die das so machen. Die sind auch kreuz und quer durcheinander. Diese Seestraße geht in alle vier Richtungen und alles ist Seestraße. Kann man sich das dann aussuchen? Nein. Gibt es denn einen See? Sie wollten mir bewusst lachen. Ich habe übrigens 19P und sie wollten mir 19O geben. Und habe ich gesagt, nee, das findet der scheiß Vogel da von DHL nicht. Der sucht dann nämlich die Seestraße 190. Der hätte gerne kein O. So sieht's aus. Und ja, das war auch wirklich mal dramatisch mit DHL. Aber inzwischen haben sie es kapiert. Alles klar. Und jetzt ärgert sich der Nachbar? Nee, sie haben die echt ausgelassen. Wow. Das war dann echt. Wie auch immer. Start Nummer 5, Roddy.
dessen Anwesenheit noch am seidenen Faden hing. Verpeiler. Wie ist das denn? Ja. Oder? Ja. Oder nicht? Ja. Verpeiler halt. Seit wann hast du dein Ticket? Weiß nicht. Wieso? Hey. Naja, also Verpeiler-Ticket halt. Ja, seit wann hast du denn? Seit wann hast du dein Bändchen? Na, Bändchen hast du ja erst, wenn du hier bist. Ja, eben. Ja. Mittwoch. Du siehst nicht sehr viel mehr also, verpeilt als alle anderen. Null habe ich auch. Aber Dennis ist einmal ganz leise. Ne? Ja, ich habe hab aus unbestätigten Quellen gehört, dass du auch noch ein Verpeiler-Ticket brauchtest. Ja. Danke dir. Gut, womit die Vorstellungsrunde halbwegs abgeschlossen wäre. Und ja, jetzt haben wir eigentlich auch keine Themen mehr, oder? Doch, haben wir. Ja? Ah. Ich habe nämlich Netz, übrigens nur so nebenbei. Ja. Ja. Wir schimpfen immer so viel auf die Telekom. Ich habe es jetzt die letzten Male nicht gemacht. Dann bin ich gleich angemauzt worden, was denn mit mir los sei. Ob ich denn jetzt irgendwie Aktien hätte von der Telekom oder so. Nee, habe ich nicht. Aber man darf die auch mal dafür loben, weil während die ganzen Hipster mit ihren O2 und E-Plus und Base-Handys hier alle sagen, dass sie doch wahnsinnige GPS-Abdeckung haben, habe ich hier mit Telekom LTE. Und das funktioniert im Gegensatz zum WLAN. Deswegen ja, habe ich hier auch gerade dein Workflow. Naja, er weiß ja auch, warum hier LTE ist, weil halt Telekom ja extra mal ein LTE-Mast hingesetzt hat. Und so macht man das als ordentlicher Operator. Ja, das stimmt schon. So, ja. Da hast du deinen Workflow. Da hat sich das Telekom-Opfersein endlich mal gelohnt. So, Feedback, iBook-Syncing. Den drehen wir nachher um den Turm. Wir haben eine Sendungsvorbereitung. Wer hat die ja, wir haben das ist ja ganz was Neues. Ganz was Neues. Was mit den Selektoren? You are not connected to the Internet. Nein, ich habe kein Netz. Was mag das wohl bedeuten? Ja, weil dein Muckelhausen nicht funktioniert. Nein, mein Muckelhausen hält sich hier zurück, weil man darf hier nicht so rumsenden. Naja, jedenfalls. Und jetzt? Soll, ja, das mit dem WLAN. Die Stärke ein bisschen hochdrehen. Wollen wir gleich mal über das Netz hier reden? Nein. Hast du da Erkenntnisse? Ja. Welches Netz? Nein. Ja, habe Erkenntnisse. Nein, mag ich nicht drüber reden, weil ich auch nicht mag, dass die auf mein ITF-Meeting kommen und mir da was über meinen WLAN erzählen. Naja, ich meine, man kann ja jetzt mal Dinge, die offensichtlich sind. Ja, hier gibt es ein Netz und die machen das eigentlich ziemlich gut, abgesehen davon von der Nummer, dass ihnen immer irgendein Eichhorn den Uplink durchknabbert. Was übrigens echt eine harte Nummer ist. Also das muss man schon sagen, dass die das auch so schnell immer wieder finden. Für die Leute, die das nicht wissen, genau, die haben hier echt eine Glasfaser von Hand nochmal ausgerollt, so 1,8 Kilometer. Die geht auch einmal durch über oder unter der Havel durch. Ich weiß jetzt noch nicht genau, wie durch die Havel. Durch die Havel, also reingeschmissen einfach. Ja. Ne? Mit dem Anker reingeschmissen. Ja, erzähl keinem. Und dann hängt das hinten an irgendeinem Strommast und alles schön von Hand gelegt, von Hand gespleist und so. Finde ich schon sehr ordentlich. Mhm. Und dann haben sie es mit Leberwurst eingeschmiert? Oder wie? Nein, es wird ja gemutmaßt dadurch, dass das Kai ja gemacht hat oder Fraps auch wie er genannt wird und der den ganzen Tag Schnitzel frisst. Das ist einfach dass der einfach mit seinen Schnitzelfingern an dem Ding dran war und deswegen die Viecher sich immer daran verbeißen. Ja, ja. Aber sind Eichhörnchen nicht Vegetarier? Sehr schöne These. Ich glaube auch nicht an die Eichhörnchen-Nummer. Ich glaube eher daran, dass das ein Marder ist oder so. Er meinte auch etwas kleinlaut, man hätte nur wenige Cent mehr pro Meter ausgeben müssen, dann hätte man auch noch Nagerschutz im Kabel gehabt. Klar. Ja. Kann ja keiner jetzt ahnen, ja, dass jetzt hier Viecher Brandenburg doch Nagetiere vorgehalten hätten ja mal jemanden fragen können, der Ahnung davon hat. Ja, gibt es ja dieses schöne Brandenburg-Lied, ne? Da geht es ja auch schon so mit den Bisamratten und so. Wer billig kauft zweimal. Ja, ne? Dreimal. Stehen drei Nazis auf dem Hügel und finden keinen zum Verprügeln. In Brandenburg. Pack Nagerschutz ein, wir fahren nach Brandenburg. Ja, also auf jeden Fall muss man immer eine Glasfaser im Kofferraum haben, wenn man hier irgendwie halbwegs Netz haben will. Ja, Ethernet-Kabel im Rucksack war gestern, ne, auf dem Camp, jetzt mit Faser mitgenommen. Single-Mode-Faser bitte, ja? Multimode war gestern. Ja. Es gibt übrigens noch eine Rolle Multimode, wer gerne noch haben möchte, so 200, 300 Meter, kann man hinten im Logistics Operation Center sich abgreifen. Ah. Und dann? Guck mal, hier wird ein Gerät ohne. Ja, scheiße, jetzt habe ich natürlich meine Adapter hinten im Zelt. Er hat gelassen. Ein USB-Ethernet. Hat jemand einen Ethernet-Adapter irgendwie? USB oder? Da. Ah. Aber es ist Third Party, ich weiß nicht, ob das funktionieren wird. Okay, das ist ja spannend. Kicken wir mal. Ja, was gibt es sonst zu sagen über das Netz? Also die Kollegen machen das hier ganz hervorragend. Ich habe da nichts dran auszusetzen, außer an der IPv6-Konfiguration natürlich. er hätte das gedacht. Wieso, was passiert daran nicht? Nein, es Routen und so ist halt tipptopp, bloß die Verbreitung von DNS-Informationen ist etwas spärlich. Du möchtest ja gerne, wenn du an so einem Netz dran bist, möchtest du auch gerne wissen, wo dein DNS-Server ist.
Und dafür gibt es halt zwei Methoden. Und die hauptsächlich benutzte Methode wird hier nicht unterstützt und die andere Methode wird nicht von allen Geräten unterstützt. Die genau welche jetzt nochmal sind? Die hauptsächlich benutzte Methode ist, dass man das im sogenannten Router-Advertisement mitmacht, über die sogenannte RDNSS-Option, dass man sozusagen, dass der Router, der eh dauernd immer sagt, hallo, ich hier deinen Router, du sollst keinen anderen Router haben neben mir und so, sieht man ganz klar. Und der sagt, hier, nimm mal folgenden Präfix hier und alle ziehe dir mal selber eine Adresse da draus und so, dass der auch noch eine Option reinpackt, hier, da sind übrigens die IPv6-Adressen deiner Nameserver. Und das haben sie hier aber nicht an, sondern sie haben hier so einen Fleck an, was sagt, benutzt doch bitte DHCPv6, um einen DHCPv6-Server nach dem DNS-Server zu fragen. Und das machen aber zum Beispiel Android-Geräte nicht. Übrigens aus interessanten Gründen. Das kommt nachher bei ITF. Ich habe mich nämlich mit den ITF, mit den Android-Entwicklern, die genau dafür zuständig sind, in Prag unterhalten. Ich habe gefragt, ob sie noch ganz bei Trost sind. Und sie sagten, ja, sie sind noch ganz bei Trost. Okay. Aber wir bleiben jetzt erstmal beim Camp. Ja. Genau. Aber ansonsten ist das sehr schick hier und sehr wuppt sehr gut. Und ich muss auch echt sagen, es ist, ich mache ja nur selber auch viele Eventnetze. Also das gerade hier draußen zu machen mit 1000 Leuten, die einem über die Kabel fahren und all möglichen anderen Scheiß und das halt so stabil wie es ist, hinzukriegen und am Laufen zu halten, Respekt. Genau, Zwischenapplaus für das Mock. Auch, also ich meine, hast du noch eine These, was, warum das mit dem WLAN so on and off again ist? Naja, on and off again ist, ich hätte hier ein bisschen, ich glaube, sie haben irgendwie was, habe ich gelesen, irgendwie von 130 APs oder sowas hier im Spiel. Das ist dieselbe Menge, die wir ungefähr auf der Station haben für die Republika und das reicht für so ein großes Gelände hier nicht aus. Ich glaube, dass einfach die AP-Dichte müsste ein bisschen höher sein, weil was man hier sehr häufig hat, ist, dass das einzige Netz, was noch richtig funktioniert, nämlich das 5 GHz-Netz, dass man das nicht immer sieht. Ja. Und das liegt halt daran, dass dessen Ausbreitung halt nicht so groß ist wie das vom 2,4er. Und das 2,4er also kannst du wie üblich nicht benutzen. So aus dem Bauch heraus, was meinst du, wie viele APs man hier in die Bäume hängen muss? 4.500. Ja, genau. Genau, eigentlich sollte man den AP gleich am Eingang mit dem Ticket zusammen. Ja, hier, als Batch. Ja, genau. Nächstes Mal gibt es als Batch ein 5 GHz AP. Kann man das hier reinbauen sogar? Ich glaube, der hört bei 4 GHz auf. Gleich, aber man kann korrekt. Da geht ja noch was. Da kann man ja noch dran arbeiten. Aber Legacy geht jetzt. Ja, Legacy geht, wenn es halt nicht zu voll ist. Und Legacy hat halt immer das Problem, dass du einfach viel zu wenig Kanäle hast. Dass es da halt Überschneidungen, Überlappungen gibt und Störungen und hin und her. Und dann bringen hier bestimmt im Family Village bestimmt voll von lauter Babyphones, damit die Typen jetzt alle hier sitzen können. Babyphones, ja? Das war gestern, wir laufen alle mit Deck drum. Ja. Einschließlich der Kinder, ja. Also ja, okay. Alle super vernetzt hier und so. Das ist für Eltern ist das richtig geil. Weil die nur so, ah ja, ich stehe. Hallo Papa, ich stehe jetzt hier oben auf der Rutsche und ich habe super Empfang. Das sind echt neue Welten so. Nee, aber das ist einfach, das ist super, weil das Camp ist einfach, das finde ich jetzt auch einen mega Fortschritt, den dieses Camp macht, dieses Family Village dahin. Das hat vielleicht nicht unbedingt so jeder auf dem Zahn, aber halt die Leute mit Kindern sehr wohl. Früher waren halt so, also generell Outdoor-Events natürlich schwierig und auch das, auch die Camps waren jetzt, sagen wir mal, in den ersten Instanzen in keiner Form irgendwie kinderoptimiert. So, das war etwas, worauf man erstmal kommen musste und da war dann auch die Szene noch so insgesamt etwas jünger und noch nicht so mit Nachwuchs bestückt. Das hat sich dann so eben mit der Zeit dann auch ergeben und hier profitieren wir natürlich auch maßgeblich von diesem Gelände, was einfach in diesem nördlichen Teil da mit dem See und dem Spielplatz und so weiter und den vielen Bäumchen und so. Und die Bimmelbahn fährt dann auch noch dadurch so. Ich meine, gut, die fährt auch woanders, aber es ist halt einfach todromantisch, super safe. Und was sich einfach am, was sowieso der beste Faktor ist, und das hat einfach was mit dieser Szene zu tun, dass hier kannst du einfach Kinder laufen und du weißt halt einfach, everybody cares. So, hier ist, also einfach, ist einfach safe. Einfach eine der größten arschlochfreien Zonen, die man in Brandenburg finden kann. Sag mal, die größte zusammenhängende arschlochfreie Zone. Da ist was dran. Du vergraulst unsere Brandenburger Hörer. Nee, da gibt es auch andere arschlochfreie Zonen. Aber ich sage halt, es ist halt so schön groß zusammenhängend. Sehr angenehm. Ich mag das hier. Ja, was muss man noch erwähnen? Also der Aufbau war wohl... Warm.
warm, schwierig, generell. Viele Pläne mussten geändert werden. Ja. On the fly, ja, ja, schon. Das eine oder andere, also so im Sinne von ganze Großzelte stehen dann auf einmal woanders. Ganze Generatoren stehen dann plötzlich. Ja, auch Generatoren stehen woanders oder auch nicht. Die waren dann nicht geplant. Was ich jetzt insofern sehr bemerkenswert finde, war, was man ja nicht bedenkt, also was ich denke, was viele Leute nicht bedenken, was ich auch selber lange Zeit nicht bedacht habe, ist, dass hier einfach ja die Infrastruktur, die muss ja solchen konstruktiven Änderungen auch folgen. Und das ist ja nicht nur so, dass du dann auch noch ein Stromkabel hast, was da hinläuft, was noch das geringste Problem ist, sondern zum Beispiel diese Wasserinfrastruktur muss dem natürlich auch entsprechend folgen. Und während man Strom halt einfach mal, da legt man halt nochmal ein Kabel, bei Wasser legst du halt mal nicht eben nochmal einen Schlauch allein, weil das hat dann eben auch was mit Druck und oben und unten zu tun. Und bei Kabeln auch nicht. Und rein und raus vor allen Dingen. Bei Kabeln? Ja, hier die komischen Switches, die sie in den Datenklos drin haben. An sich kannst du Gigabit bis 100 Meter machen. Mach mal dann 100 Meter Kabel dran. Der gibt ja schon nach 50 Meter Kabel. Ja gut, Gigabit, aber das ist nur eine Frage der Länge, aber nicht, ob das Kabel nach oben oder nach unten geht. Der Bitdruck. Der Bitdruck. Wenn das Datenklo-Wert da oben stehen würde, dann würde aber das heißt, wir brauchen dann in Zukunft auch so einen Datenturm, ja, der Datenturm sozusagen über allem so prangt, wo dann so die Bits einfach vor dem Camp schon reingekippt werden, damit sie dann sozusagen gleichmäßig nach unten abströmen können. Hier gibt es einen Typen gar nicht so weit weg, der stellt diese komischen Jagdsitze her, weißt du, oder diese Hochsitze für Jäger. Ja. Und zwar jeden Tag zwei Stück davon, hämmert der zusammen und fährt die mit so einem kleinen Laster, mit so einem Anhänger durch die Gegend. Zwei pro Tag? Ja, hämmert der davon, kann man auch mehr herstellen, macht er halt alleine und fährt die dann. Der verkauft 700 Jägersitze pro Jahr? Ungefähr so, ja. Wie viel Abschussstellen? Ist egal, so Zeugs kann man sich ja für nächstes Mal ordern und dann machst du das Datenklo oben drauf und dann hast du die entsprechende Gefälle für die Bits. Ja gut, ich meine, das gibt's ja hier schon. Aber wie gesagt, nächstes Mal ist in 4 Jahren, da haben wir eh alle Single-Mode-Glasfasern unsere Zelte. Ne? Dann hat diese Kupfernummer hoffentlich ein Ende. Meinst du? Ja. Ja. Schreiber, notiere dies. Ja. Aber ich dachte, Datendruck ist das, was du hast, wenn du keinen Empfang hast. Und was ist mit der Datenkanalisation dann? Ne? Stimmt. Das ist ja rein und raus. Der Abfluss ist ja hier wie mit dem Wasser. Das Wasser hinzukriegen ist ja nicht das Problem, aber die Scheiße genau wieder wegzukriegen. Die ganzen verrotteten Bits, die wieder weg müssen. Die wird erstmal durchgequirlt. Was machen Sie denn auf dem Camp? Ja, ich bin für die Datenentsorgung zuständig. ja, kann sehr man wichtig auch vielleicht mal über Recycling nachdenken. Gut. Infrastruktur ist hier sehr schwierig, was vielleicht manchen schon aufgefallen ist, dass so zu bestimmten Duschzeiten dann auch einfach nicht mehr so der Wasserdruck halt nicht mehr so da ist, jetzt mal von Daten mal ganz abgesehen. Schlicht, weil halt einfach mehr Wasser entnommen wird, als das, was hier da angeliefert wird, weil wir befinden uns hier einfach mal so am Kilometer hinter dem letzten Kaff, hinter dem letzten Kaff. Am Anus Mundi. Und das ist halt nicht unbedingt jetzt darauf ausgelegt, so mal eben so eine Kleinstadt mit 5000 Teilnehmern zu entfachen. Hast du diese Caches gesehen? Ja, ja, das ist dann halt nämlich sozusagen das Problem, weil das ist nicht nur ein Problem der Wasserzuführung, sondern es ist auch ein Problem der Wasserentsorgung. Die Durchmesser sind halt einfach mal so hier für den Braunkanal einfach mal nicht so konzipiert, dass man da so mal eben so mit 5000 Leuten gleichzeitig das gibt hier keinen Braunkanal. Hier kommt der Ulf mit seinem Gülletransporter und saugt den Der, ja, genau. Der Dixie Fun schlürft es dann weg, oder? Ja, aber es ist eine schöne Analogie zu dem, was wir halt sozusagen aus dem Netzwerkbereich ja auch ganz gut kennen. Ne? Das muss halt erstmal gebuffert werden. Und diese Säcke, die da halt überall rumliegen, das sind ja sozusagen so die Wasserbuffer. Das heißt, wenn das sozusagen erstmal so primär entsorgt wird, dann wird die Scheiße ja dann auch so richtig geschreddert. Also es gibt dann so einen Scheißschredder. Die Säcke, das ist für Frischwasser, diese Caches. Genau. Nee, das ist Grauwasser. Also es gibt hier so verschiedene Wasser. Es gibt Trinkwasser. Spülwasser und da hinten wird das, was man wegspült, dann gesammelt, damit es nachts wahrscheinlich gepflegt in die leere Leitung gepumpt wird. Also es gibt mindestens, ich weiß nicht, ob ich jetzt komplett überblicke, aber es gibt mindestens 4 verschiedene Wasserarten, die man jetzt hier unterscheiden muss. Es gibt Trinkwasser, ist klar. Grauwasser. Entschuldigung, Frischwasser, das ist sozusagen Wasser, was hier so aus der Natur kommt, so aus dem, ich glaube aus der Havel oder irgendeinem See. Das wird dann eben teilweise für Klos benutzt, das ist halt so ein bisschen nicht ganz so klar. Und das, was halt so aus Duschen so rauskommt, das ist dann Grauwasser und dann gibt es halt noch Schwarzwasser. Was wahrscheinlich Schwarzwasser heißt, damit es nicht Braunwasser heißt. Und die werden dann eben, Grauwasser und Schwarzwasser werden hier sozusagen separat gebuffert. Das sind dann eben so diese großen Säcke so. Und die
Annahme oder so die Hoffnung war, dass man eben so viel buffern kann, dass wenn so die Nachfrage nach Abraum eben nicht mehr so ganz so ist, so, also nachts, ja, die Stoßzeit, genau, die Stoßzeit durch ist, dass man dann eben so über Nacht das eben so kontinuierlich wegschwallen kann, um dann eben mit diesen kleinen Bandbreiten, die hier eben Brandenburg halt, ne, zur Verfügung stehen, das dann eben noch zu entsorgen. Und wenn es halt nicht klappt, dann muss man noch mit dem Tankwagen ran und die ganze Kacke dann auch noch irgendwie durch die Gegend fahren. Ja. Hast du denn... Was man nicht so ganz bedacht hat, ist, dass ja so ein Sack auch ein gewisses Eigenleben hat. So, ja, es ist ja... Insbesondere dann, wenn man mit einer Sonne drauf leuchtet. Ja, genau, das sind ja sozusagen... Es hat ja so Inhaltsstoffe, ja, die arbeiten dann auch, ne? Und da entwickeln sich dann halt auch so Gase und diese Säcke haben einfach so diese Eigenart, dass sie halt so von Zeit zu Zeit dann halt auch mal pupsen müssen. Was dann dazu führte, dass dann eben so entsprechende Gasfahnen so irgendwie sich über die Region ausbreiteten, ne? Unpassenderweise hat man halt die Backstage-Küche irgendwie direkt daneben gesetzt. Das war dann so beim Aufbau nicht ganz so schön. Aber ging dann trotzdem. Ich bin sehr froh hier im Bear Village, dass wir so schön zwischen den Bäumen wohnen oder sowas, weil auf der anderen Seite des Weges, also hinter den Schienen, das eher so, fühlt mich so wie bei Mad Max so ein bisschen da draußen in der Wüste und so. Und da liegen dann auch diese Kissen, ne? Deswegen ist das schon... Ja. Das sind wir eigentlich ganz schön. Film euch. Jetzt hier erfilmt und da hinten auf dem tollen Display. Aber waren wir da nicht eben sowieso schon? Ja, aber nicht von hier. Ja. Modern. Zur Erklärung für die Audiohörer. Und mein Stream, der ist instant, der andere Stream ist 10 Sekunden Dennis hinterher. Dennis hat jetzt hier sein iPhone auf den Tisch gestellt und wir strömen das hier direkt auf sein Display. Also sein Bahnhofsdisplay, was da genau, hängt. Der Service Point. Also, ich muss ja noch meinem Sponsor danken, das hat ja der Erdgeist gecodet. Ne? Muss ja alle mal klatschen. Okay. Erdgeist. Yeah. Ihr müsst. Das ist super cool. Das ist übrigens das Display, was normalerweise im CCCB steht. So eine ehemalige Wasstafel. Wo kommt es her? Flughafen. Keine Ahnung. Aber wir nennen es im Airport-Display. Ja, okay. Ja, ist super geworden. Da hatten wir ja schon mal länger drüber geredet. Das müssen wir jetzt nicht nochmal aufräumen. Nee, müssen wir nicht. Okay, also so viel zur Gas-, Wasser- und Netz-, Feuer- und Entsorgung. Das ist hier so ein bisschen ein Thema. Ne? Das hatte der Ralf Kaspers gestern auch schon intensiv in Beobachtung. Diese ganze, ja. Hast du den Vortrag in Gänze gesehen? Ich habe leider nur die letzte Hälfte mit bekommen. Hunde, die an die Wand scheißen. Und alle. Ja, da war so ein etwas ekliger. Aber das fand ich ja sehr schön, dass er überhaupt da war. Was ich echt cool fand, war, ich saß relativ weit vorne und habe den Typen immer in dieser Simultanübersetzer-Kapsel da gesehen. Und als dann Ralf darüber anfing zu dozieren, was man so mit Popeln macht, insbesondere, dass man sich die doch genau angucken soll, um dadurch die Luftqualität besser darstellen zu oder sich verinnerlichen zu können, der saß dann da so in seiner Übersetzerkapsel immer so. Konnte gar nicht fassen. Fand ich sehr lustig. Ich muss mir das dringend nochmal anhören, was er da draus gemacht hat. Genau, falls euch irgendjemand noch nicht begriffen hat, von wem wir sprechen von dem Ralf Kaspers, ist bekannt auch aus Wissen macht A. Der Sendung mit der Maus. Genau, und das auch später dann. Und für die Leute, die noch lineares Fernsehen benutzen. Quarks und Kaspers, was ich eine etwas ungelenk benannte Sendung finde. So. Minimal. Ja. Wann haben die ihre Sendung? Wer? Die beiden Kaspers? Keine Ahnung, ich glaube, Wissmacher kommt wöchentlich, stimmt das? Nee, jetzt hier auf dem... Wie, der ist ja schon wieder abgehauen. Nee, der hat einen Vortrag gehabt, den hat er gestern gehalten und der musste dann auch leider wieder zurück, aber man merkte ihm an, dass er eine Träne im Knopfloch hatte, weil er dann wohl geschnallt hat, wo er denn eigentlich ist und meinte, man müsse, hätte man ja auch mal Urlaub nehmen können. hat er aber nicht. Ja, nichtsdestotrotz war er da. Guter Beitrag. So, und Deko? Infrastruktur. Deko. Ja. Deko. Ich weiß nicht, wie findet ihr denn eigentlich so das Camp da? So, ist das irgendwie... Was sollen die jetzt machen? Stille. Nicht so geil, oder was? Wir machen das, wir haben ja diesmal Publikum, wir machen das mal so wie so auf so einem ITF-Meeting, wenn wir jetzt so Sachen fragen, dann hammt ihr mal bitte so. So ja. Genau. Frag mal also, was. Mach mal einen Test. Genau. Habt ihr die Frage verstanden? Habt ihr die Frage verstanden? Sehr gut. Könnte noch ein bisschen. Ja, da war noch ein bisschen. Also, da geht noch was. Bisschen wenig. Wir benutzen das nachher nochmal. Ja. Hum now for. Okay? Mm. Ja. Ja.
Jetzt hast du mich rausgebracht. Entschuldigung. Ich wollte, also ich Deko hattest du gerade in den Mundwinkeln. Ja, ob sie dir toll fanden. Ja, man kann ja überhaupt auch erstmal fragen, ob es irgendwie toll ist. Aber vielleicht sollen wir erstmal auf die Details gehen oder wollen wir erstmal so von oben? Ich weiß nicht, Hipko, hast du vielleicht irgendwas beizutragen? Nee. Ich? Ja. Na, du hast schon beigetragen. Du hast doch diese Veranstaltung eröffnet. Ja. Ja, ich muss zugeben, dass ich das noch nicht habe nachschauen können und ich habe da noch geschlafen. Ein Drama. Ich gebe es zumindest zu. Aber ja. Da hättest du zum Beispiel gelernt, dass diese Veranstaltung dreimal mehr Wasser, so viel Wasser verbraucht wie alle drei Dörfer ringsrum. In den 5 Tagen da sozusagen. Okay, hast du noch weitere Weisheiten von dir gegeben? Ja. Die sind auch nicht so schwer, die drei Dörfer drumherum. Ja, genau, die haben nur 5 Einwohner, ja. das war auf jeden Fall sehr schön, aber jetzt habe ich auch schon wieder alles vergessen. Hast du so Stand-up-Comedy gemacht? Nee. Vorbereitet? Wir haben ganz viel erklärt natürlich von diesem tollen Programm hier, unter anderem dem Party Night Train. Wer von euch hat denn schon den Party Night Train besucht? Nee, Summen. Noch nicht so viele. Ich bin so begeistert. Ja. Also falls ihr das noch nicht gemerkt habt, es gibt da immer abends so ein Party-Night Train, also diese kleine Bimmelbahn, hier diese alte Ziegeleibahn, die kurft da durch die Gegend und es gibt einen Wagen mit einer Bar, es gibt einen Wagen mit einem Bällebad. Und auch so ein wo paar die Leute schon wieder ihre Elektronik drin verloren haben. Klassisch, wie sich das gehört. Absolut. Ich habe mich noch gefreut in Hamburg, weil ich jetzt letztes Jahr mal war und da haben dann Leute stolz berichtet, sie hätten ja ihr iPhone im Bällebad verloren. Und haben dann danach gesucht, das migriert ja dann nach unten irgendwie, weil es ja schwerer ist als die Bälle. Ja. Und dann haben sie eine Weile gewühlt und haben ein iPhone gefunden. Nur nicht ihr. Ja. Der Klassiker. Und jetzt spielen sie das hier wohl mit den Badges, habe ich gelesen. Oder so. Ja, wir haben in der Eröffnungsveranstaltung auch ganz viel von Was ist Camp erzählt eigentlich auch. Und weil das ist ja doch ein bisschen anders, ne? Und jetzt, wo ich 4 Jahre wieder vergehen habe lassen, seit dem letzten Camp, ist es auch wieder so, dass ich auf dem Camp bin und denke, ist schon nochmal ganz anders als Kongress. So, diese ganze Grundschwingung sozusagen von dieser Veranstaltung ist einfach so tiefenentspannt und staubig. Und brummig. Brummig. Aber ist doch irgendwie immer wieder gut. Wer hat schon mehr als 3 Vorträge gesehen? Ah, sehr gut. Mehr als 5? Nein, jetzt war nicht so viel, ne? Hum now if you've seen them all. Aber hum ist doch eigentlich nur so ja, nein, oder nicht? Nee. Die fragen dann so, wollen wir das so oder so machen? Und dann sagen sie jetzt für Variante A, hum now. Und dann für Variante B, hum now. Okay, ich hoffe, dass hier unser Publikumsmikrofon hier das auch entsprechend aufnimmt. Ja, schmeißt es noch runter. Aber ich muss sagen, ich habe bisher auf keinem Camp Vorträge gesehen und auf diesem habe ich tatsächlich schon mehr als 5 gesehen. Die letzten 2 Tage? Ja. Wow. Was tust du? Ich finde das auch super gelöst. Also ich denke, dass diese großen Zelte deutlich besser sind als die Bunker das letzte Mal. Ja. Super schöne Zelte, auch sehr dunkel, wenn sie sein wollen. Also da kann man richtig was. Und sehr warm. Warm, ja. Die Saunazelte. Naja, gut, das bringt das halt so mit den Bunkern noch cooler am wahrsten. Man kann auch schön Aufkleber unter die Sitze kleben. Ja, kann man. Toll. Andere Leute, andere Hobbys. Ja. Erzähl mehr, Roddy. Das war Tims Idee, nicht meine. Ja. Wir hatten gestern. So Logbuch-Netzpolitik-Aufkleber. Die sind lustig. Hyper, nee, wie war's? Also wenn noch Cyber. Einen Cyber, will, Cyber. So, ja, ne, es gibt da so 7 Motive und die Hälfte dürfte noch irgendwie unter den hinteren sitzen, da kann man noch welche finden. Ansonsten sind die Aufkleber leider schnell weg. Jetzt aber nochmal eine kurze Umfrage. Also Tim war bestimmt auf allen Camps. Dennis, warst du auch auf allen Camps? Die in Deutschland. Wie viel gab es denn davon? Also die CCC5. Du meinst jetzt, das ist jetzt das 5. Das ist das 5. 99 war das erste, ne? Ja. Ich habe das erste knapp verpasst. Da bin ich gerade erst im CCC gelandet und dann war Camp schon vorbei. Ja. Und, Clemens? Ich habe besucht, wie hieß denn das Ding, welches war? Das ist in Altlandsberg. Das ist schon ein bisschen länger her. Das war der zweite oder der erste. Oder so. Erste und zweite waren in Altlandsberg. Dritte und vierte waren in Schienefurt. Besucht. Finofurt habe ich auch einmal besucht und das ist jetzt das, wo ich jetzt hier mal so bin. Ah, also ein Frischling quasi. Jetzt bist du Dauergast und nicht nur Tagesgast. Ja. Und Roddy? Ja, das ist mein erstes. Wow. Und wie ist so? Jo. Jetzt sag mal. Kann man mal machen. Also man, ist das so, wie du es dir vorgestellt hast? Du musst jetzt eigentlich nur den Deckel da ploppen lassen, dann ist alles klar. Also außer Monsieur Brüm,
Ja. Er hat nämlich sein Zelt genau erst. Ja, ich kam da an, es war schon dunkel, da war noch eine Stelle und dann habe ich das Zelt dahingestellt und dann war es halt. Direkt mit dem Generator, ja. Schräg gegenüber war der Generator und dazwischen aber war der nicht anders, ein Bahngleis. Und aber war der nicht an, als du dein Zelt aufgebaut hast? Hm? War der Generator nicht an? Ja, aber ich war zu fertig, um zu merken, dass das vielleicht ein Problem sein könnte. Als ich mein Zelt aufgebaut habe, da war der noch nicht da. Oh, ja, so ging es uns ja auch. Ja. 65 Dezibel am Zelt, voll geil. Ja, okay, und abgesehen von Monsieur Brumm Brumm? Ja, ist cool. Na komm, jetzt lass er es nicht aus der Nase ziehen. Ja, was soll ich denn sagen? Ja, was weiß ich? Geil. Jetzt in den höchsten Tönen lohnen. Oder irgendwie, naja, Camping halt so. Ja, kann man nicht meckern. Oh. Das ist das höchste Lob eines Berliners. Ja. Kann man nicht meckern. Ja, stimmt eigentlich. Hast du recht. Also andere Erstlinge, die ich schon gehört habe, haben zum Beispiel bemerkt, so Dinge wie, ist jetzt nicht wie auf einem Musikfestival, wo sich da die Massen so hin und her schieben und es total unentspannt ist, überhaupt von A nach B zu kommen, sondern es wurde zum Beispiel die generelle Entspanntheit gelobt, das Essen wurde schon gelobt, die ganzen Roboterinstallationen und irgendwie dieses Camp wird auch gekocht wie die Weltmeister. Ja, ja. Oh ja. Hobby, also Hobby hat man auch gekocht. In allen Ecken und Enden wird hier werden Fressfeste veranstaltet. Das ist interessant, dass mittlerweile Essen auch so eine Sportart im Hackbereich geworden ist. Das war ja früher nicht so. Ja. Also ich will nochmal auf diese arschlochfreie Zone hinkommen, weil es ist wirklich sehr, sehr, kommt wirklich gut durch, dass das alles sehr kooperativ ist. Die Leute arbeiten halt zusammen. Keiner arscht den anderen an. Jeder gibt jedem was ab und so. Das finde ich schon sehr cool. Muss ich wirklich sagen. Das, ja. Das ist ja mal alles so kein Problem. So, hast du mal einen Strom? Nee, aber da hinten, warte mal, ich hol dir den mal rüber und hier hast du noch mal da ein Netz und so weiter und fort. Ja. Wirklich da. Oder wenn du nachts dein Laptop vom Zelt liegen lässt, dann kommst du nächsten Morgen raus und es ist nicht weg, sondern hat jemand Strom dran gemacht, damit es nicht ausgeht. Genau. That's the spirit. That's cool. Sehr gut, sehr gut. Aber irgendwie so ein komischer Trend dieses Camp ist irgendwie diese ABC-Rettungsfolien auf den Zelten. Ne? Also das ist irgendwie, ich war ja gerade im Segelurlaub und so, habe mich an dieses Meeresrauschen gewöhnt. Jetzt, wenn ich nachts im Zelt liege, höre ich so diese Folien knistern. Ich habe mir ja auch eingeredet, das wäre jetzt Wellenrauschen, das kommt so in etwa in die Richtung, aber... Du, ich glaube, seit Snowden ist die Aluhut-Fraktion einfach wieder oben auf. Nee, also angefangen haben wir damit, glaube ich, auf dem zweiten Camp und war halt für die Datenklos. Aber ich glaube, wir haben es falsch rum gemacht. Wir haben irgendwie scrollt nach außen. Es gibt da keinen wirklich falsch rum. Ja, da eine Seite, jemand hat es letztens gegoogelt, gewikipediat und irgendwie eine Seite ist nur 4% besser als die andere, deswegen ist eigentlich egal. Ah, okay, verstehe. Ja, okay, also ich glaube, wir hatten sie alle in Gold eingedings, nachdem ja die Idee des Datenklos auf dem ersten Camp dann eben auch geboren wurde und man dann eben auch festgestellt hat, dass da ja auch Temperaturen entstehen und man damit halt auch mal so ein bisschen klarkommen muss. Das war ja auch noch ganz alles, das waren auch so Tisch-Switches, die wir da damals noch zum Einsatz gebracht haben. Und dann habt ihr viel anderes drin heute. Dann habt ihr Datenklo Edition draus gemacht, oder wie? Ja, beim nächsten Gold. Camp haben wir das dann richtig gemacht. Genau. Beim ersten Mal ist, glaube ich, nur da stand ein kaputtes rum und wir haben das mal benutzt, weil es eh nicht benutzt wurde. Nee, wir haben die explizit... Aber nicht beim ersten. Doch. Ich schreibe mir mit Papillon immer noch darum, wer es jetzt erfunden hat, aber wir haben auf jeden Fall überlegt, wo tun wir diese Netzwerktechnik rein und dann sind wir halt auf diese lustige Idee gekommen, dass wir uns halt einfach die Dixies, einfach kaputte Dixies mieten, weil die waren halt super billig. Das war also aber erst beim zweiten. Nein. Ja, ich wüsste doch. Ich habe da Netz gemacht auf dem ersten noch. Ja, da hatten wir Datenklos. Nein, da war nur eins, was kaputt war. Das haben wir benutzt. Das fanden wir so gut, dass wir beim zweiten dann gesagt haben, Jungs, hier bringen uns die kaputten Dixies. Was, beim ersten? Noch nicht. Doch, Tim, klar. Auf dem ersten hatten wir, erzähl mir nichts. Beim ersten hatten wir auch Datenklos. Ey, wir haben eins. Nur 3 Stunden 18 nein, aufzeigen. Ja. Was? Oh. Ja, nein. Ja, doch. Naja, wie auch immer. Tatsache ist, mit der Goldfolie war sozusagen die Idee dafür und jetzt greift das halt so über. Aber dieses Camp halt extrem, finde ich. Sieht irgendwie krass aus. Wiki-empfohlen. Ach, tatsächlich, auch das noch. Von führenden Wikis empfohlen. Hacker, die Domes gekauft haben, haben auch kiloweise ABC-Folie gekauft. Das scheint irgendwie der zweite Trend zu sein, auf jeden Fall, dieses Camp. Ja. Wo ist denn dein Zelt? Unterm Baum, im Schatten?
hinter einer Hecke. Brauchst ja. also keine Folie. Ja, genau. Ja. Also ich meine, früher war das ja auch so, weil das ja so wie so, ah oh, ja, Hacker aus dem Keller in der Sonne und so. Und aber war ja schon so, dass jetzt viele nicht so unbedingt die Erfahrung hatten, so ein Zelt aufbauen, das war dann schon irgendwie da drin, aber es waren ja halt alle in kleinen Zelten. Und dann so mit dem zweiten Camp ging das dann los mit so, na jetzt bauen wir uns mal was Größeres. Und dann kam ja auch so die Campingindustrie selbst noch so ein bisschen in Wallung und diese großen Zelte wurden dann so machen. Aber jetzt muss man ja schon im Prinzip seinen eigenen 3D-gedruckten Dom mitbringen, wenn man hier überhaupt noch irgendwie Bestand haben will. Ne? Ja, da kann ich gleich noch einen Kollegen featuren. Ja, der hat ja hier quasi, den habe ich versucht schon zum letzten Camp zu bringen. Und dann hat er so gesagt, na ja, mal sehen, gucken. Ne? Dann irgendwie ist er natürlich nicht gekommen, habe ich ihm hinterher die Fotos und Videos gezeigt. Und er so, ja, wann ist das nächste Camp? 4 Jahre. Und jetzt hat er sich aber vorbereitet. Diesmal hat er sich nicht lange bitten lassen, hat sich einen eigenen Dome ausgedacht. Also eigentlich einen halben 20-seitigen Würfel, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, mit gleichseitigen Dreiecken. Und der Clou ist halt, dass er die Verbinder hatte aus dicken Gartenschlauch gemacht. Also er hat sozusagen so Kreuze aus Gartenschlauch zusammengeschraubt. Ach so, mit diesem Gardena-Gartenschlauch? Nee, einfach nur wirklich stumpf der Gummischlauch und dann Rundhölzer aus dem Baumarkt bestellt und hat sich dann daraus diesen Dom zusammengesteckt. Also super Low-Tech. Materialkosten unter 200 Euro. Als wir den aufgebaut haben, da war auch wieder diese arschlochfreie Zone, da kamen auch gleich ganz viele Leute und haben sich auch gleich inspiriert gezeigt, so, ah, so kann man das auch machen. Und dann hat er gleich hier so seinen ersten Hack abgeliefert. Und wenn ihr das mal beobachten wollt, es steht da hinten am See, die Plane ist noch ein bisschen schwierig gerade. Es gibt sozusagen Call for Proposals, wie man das jetzt noch bedecken könnte. Und er hat den Twitter-Account Starfish Tent, wo sozusagen er gerne den Bauplan teilen will oder den Materialliste und aber auch gerne wissen will, wie er es bespannen kann. Könnt ihr mal in die Shownotes tun. Und das ist ganz witzig, weil die Rundhölzer, wenn man die anfasst, die sind super wabbelig, aber wenn du an so einem Kreuz mal drückst, bewegt sich genau nichts. Ne? Also echt cooler Hack. Die Kraft wird das ganze Ding verteilt. Apropos Shownotes, haben wir denn eigentlich Shownoter hier? Und wenn ja, sind die ja vielleicht sogar live. Gibt es hier Shownoter? Ja, ja, da hinten. Gibt's. Vielen Dank übrigens für eure Arbeit auch immer. Übrigens noch ein kleiner Tipp zum Camp. Wer von euch ist dann das erste Mal da? Jetzt bitte laut summen. Oh, oh. Was? Alle. Wow. Und wer ist nicht das erste Mal da? Oh. Okay. Jetzt natürlich die Preisfrage. Wer von euch hat sich von der Freakshow inspirieren lassen, zum Camp zu kommen? Oh, cool. Ihr lügt doch alle. Wenn ihr gelogen habt, jetzt nicht summen. Kleiner Flirt am Rande, aber für die, es gibt ja anscheinend viele, ich habe auch gelernt, weil ich jetzt ja schon ein paar Mal da bin, habe ich das irgendwie verpasst, diese Erstlingseinführung. Es gibt irgendwie die 5-2-1-Regel, war das richtig, Fiona? 5-1. Fünf Stunden schlafen, zweimal essen und einmal duschen am Tag. Genau. Dann hat man 2 von den Dingen sind für dich und eine Sache ist für alle anderen. Auch für dich. Aber habt ihr von dieser Regel schon gehört? Habt ihr diese Regel schon befolgt, ohne sie zu hören? Okay, nicht so schlecht, nicht so schlecht. Na, also am ersten Tag habe ich es nicht geschafft, besonders die 5 Stunden Schlaf überhaupt nicht. Neben Mr. Brumbo, Monsieur Brumbo. Entschuldigung. Ja, 2 Stunden waren es. Also. Baden statt duschen ist natürlich auch eine gute Ausrede, genau. Ja, genau, das war auch ein Aufruf aus der Eröffnungsveranstaltung, dass man sich doch eben dieses Wasserverbrauches mal bewusst sein soll und nicht unendlich duschen soll, aber ich habe gehört auch und auch aus Augenzeugenberichten eigener Art, dass das Wasser relativ kalt ist. Das ist vielleicht auch ein Feature, um den Wasserverbrauch klein zu halten. Na, mal ganz ehrlich, ich war heute Mittag duschen und da wäre ich fast länger geblieben, weil es so schön kühl war. Ja. Heißduscher, Kaltduscher und Heißduscher. Ja, na gut. Ja, Wasser sparen. Ja, ich habe Feedback hier. Ja, wir Feedback. Der Hucke hätte gerne noch 2 eiskalte Afrikola. 2. Das stimmt. Okay. Family Village, duschen. Ja. Und, haben wir noch Themen? Ja. Mindestens eins. Achso, ich habe noch eine tolle Empfehlung.
auch aus gewöhnlich gut informierten Kreisen. Es gibt ja hier auch so Partyprogramme, ne? Und heute soll wir auf der Mainstage gutes Partyprogramm sein, weil einer der Musikkonnoisseure hat sich extra in die Künstlerbetreuungsschicht eintragen lassen, damit er heute den ganzen Abend und die ganze Nacht das Programm da begutachten kann. Und wenn der das macht, ist das vielleicht wirklich gut. Wer denn? Der Simon. Ja. Also das könnt ihr heute auch noch mal auschecken. Und der Mainstage ist nicht der hier? Nee, die Mainstage ist da ganz hinten, wo die Lokbar ist auch. Also so eine Bar zwischen zwei Dampfloks oder so. Also ja, letzte Nacht war Party hier bis wie viel? 4 Uhr, 5 Uhr morgens? Hier im Bär. Ja. Mhm. Und im anderen, im Mainstage, wie lange? Weiß ich nicht. Gestern habe ich geschlafen, ich habe Antihistamine genommen und die haben mich direkt... Bang! Also, ja. Muss die anderen nehmen. Interessant. Ja. Ich meine, wir haben ja ungefähr so, weiß nicht, 4.500, 5.000 Leute hier auf dem Acker. Das klingt ja irgendwie viel, aber interessanter, keiner wusste so richtig, wie sich das auf dieses Gelände wirklich ausüben wird. Aber ehrlich gesagt, für meinen Geschmack könnten auch noch mehr reinpassen. Für meinen auch. Die sind halt alle in ihren Zelten am Hacken, ne? Das ist nee. Deswegen. Doch, tagsüber nicht. Doch, auch da. Also sag mal so, von der Fläche her ginge das bestimmt, aber da muss man, wie gesagt, an der Infrastruktur noch mal ein bisschen was basteln. Nee, klar, es ist im Wesentlichen wäre das so. Denk an das Schwarzwasser. Tagesgästemäßig, das ist ja so im Vorfeld nicht so immer so richtig klar gewesen, wie das jetzt laufen soll. Das Fass will ich jetzt eigentlich auch gar nicht aufmachen, aber es ist halt wie immer, das erste Mal ist Beta-Version. Das war in Landsberg so, das war ein Finofurt so und naja, it's keine Ahnung. Ich bin ehrlich gesagt davon ausgegangen, dass dieses Gelände es irgendwie nicht schafft, auch ein zweites Mal ein Camp aufzunehmen, weil man irgendwie an zu vielen Ecken anstößt. Aber ich muss sagen, es ist echt sehr, super geschmeidig. Also dieser Family-Bereich, der ist einfach traumhaft. Platzangebot ist eigentlich super. Willst du gar nicht mehr zurück nach Berlin, ne? So viele Bäume und Licht und so. Ich meine, nicht in der Mad Max-Area da drüben. Wir haben noch nicht über die Deko geredet. Kriegt alle Kinder, dann könnt ihr da auch hin. Ich finde die Deko finde ich fantastisch. Also nicht nur, was jetzt überhaupt alle Leute so mitbringen, sondern einfach die Lichtgestaltung auf diesem Camp. Auch die alten Sachen, die hier vom Ziegeleipark zum Beispiel, die alten hinter dem Hügel da, diese alten Bagger, die Schornsteine, alle Gebäude und so weiter, alles sehr umfangreich. Und der Brüller ist natürlich, wer das von euch noch nicht gemacht hat, lauft mal heute Nacht irgendwie auf diesen Aussichtsturm drauf, so, das prellt echt enorm. Also wenn man sich da das Camp von oben anschaut, da kriegt man echt zu viel. Ist das eigentlich und die Rakete, hast du die Arbeitsgruppe? Was? In den Wald. Oh ja. Ach, und die Disco-Kugel im Wald mit den Hängematten drunter. Das ist echt der Brüller. Genau. Und muss man aber aufpassen, da gucken so Stahlstreben raus, so 4 Stück noch von irgendeinem alten Gebäude. Wenn nachts man nicht sieht, da kann man böse gegenlaufen. Hat schon gestern einer gemacht, war nicht so schön. Genau, so an der Stelle vielleicht kurz der Hinweis. Ich habe mich mal mit dem Zert irgendwie im Vorfeld unterhalten so, und meinte so, ja, was sind denn eigentlich so die Hauptursachen so für die Fälle, die ihr hier so zu behandeln habt? Meinte sie so, ja, Dummheit. Bei der Freakshow hört ihr es zuerst. Ja, sie konnte das auch mit einigen lustigen Anekdoten belegen, wo heute man ganz schön viel Fazial palmieren muss, aber es so, seht euch vor. Ne? Heute gab es einen bei uns gar nicht so weit Strichliste, weg. Es gibt eine Strichliste im Zert, linker Fuß oder rechter Fuß. Zuletzt führte, glaube ich, links, aber... bei uns gar nicht so weit... Was? Heringe? Heringe. Ja. Das ist natürlich, ja, Heringe und Schienen, das ist natürlich hier. Vor allen Dingen gar nicht so weit weg von Muckelhausen hat heute einer ausprobiert, was passiert, wenn man eine Dose Ravioli auf den Herd stellt und sie nicht aufmacht. Und derselbe Typ hat dann auch kurz danach ausprobiert, was passiert, wenn man sein Propangasding auslaufen lässt. Während es in Betrieb ist. Oh. Waren das kontrollierte Experimente? Ich glaube nicht. Machte nicht den. Ich glaube, er fiel in diese Kategorie rein, die da der erste Hauptgrund. Ah. Darwin Award, ja. Darwin Award. Genau. Definitely a contender for the Darwin Award. Oh Mann. Aber das mit den Fußfallen ist auch schwierig, weil irgendwie als ich mein Zelt natürlich schlauerweise mitten in der Nacht aufbaute und dachte, ja, der sieht ja schön nach Wiese aus und so, steckst du mal rein, 2 Zentimeter später, Stein. dann habe ich natürlich auch einen Hammer geliehen bekommen, glücklicherweise, und habe das irgendwie mit brutalstmöglicher Kraft die Hälfte der Heringe verbogen noch, genau, aber ja, das... Und dann nächsten Morgen auf dem Gleis aufgewacht. Nee, aber... das
Ich glaube, viele Leute haben einfach das Problem, dass die Heringe noch zur Hälfte rausgucken und dann nachts so, ne? Wer von euch hat denn keine Kopflampe mitgenommen? Ah, ja. Nächstes ist für Anfänger. Ja, nächstes Mal. Finde nicht cool, ich werde immer geblendet, wenn die Leute dann an. Ja, also ich meine, aber es ist immer so, man haut sich einfach an den Kopf und denkt sich so, das hast du in den letzten 10 Events immer wieder gesagt, nächstes Mal nimmst du das mit. Zum Beispiel Wassersprühflasche. Wassersprühflasche. Wie? Gibt's da hinten so eine Dauerinstallation, geil, damit die LKWs nicht so viel Staub machen? Ja, und vor allem die Deluxe-Variante ist irgendwie so der Rucksack-Gardena-Kompressor, wo dann immer so. Und dann kannst du so. Immer so richtig schön mit so einem. Das ist die geile Idee. Ich hab so ein Ding in meinem Land. So wie in dem Louis de Fenefe? Ja? Ja, hol mal. Da machst du richtig Freude. Wobei morgen soll es ja regnen, dann wird das dann irgendwie nicht mehr so geil. Aber die letzten Tage ist. War zwar ein bisschen Dünger drin, aber scheiß drauf, dann wachsen die Hacker. Eine geile Installation war auch hinten bei den Österreichern. Da steht ja so ein Dome, der auch mit so einer ABC-Folie umwickelt ist. Und dann haben die ja oben einfach so ein Standventilator-Case quasi noch in den Dom reinpusten lassen. Das fand ich auch ganz schick. Haben sie aber im Regen auch draußen lassen und weiß nicht, ob der Ventilator das noch mitgemacht hat. Aber Sprühflaschen, super. Da gibt's auch ein fettes Gebläse irgendwo da drüben mit so Wasserinfusion. Ein Unterschied zu den alten Camps ist ja noch, dass bei den ersten Camps, ja. Feedback. Dass wir da nur die Hauptzelte hatten und jetzt haben wir hier ganz viele Villages und es ist viel mehr selbst organisiert hier, so wie die Seabase, wo es auch lecker, lecker Essen gibt. Heute jo. Kartoffeln mit Senfeiern, habe ich verpasst. Scheiße. Und das BR hat gestern schon ziemlich gut gerockt, das gab es früher nicht so. Ja, aber und hier so bei Milliways, da wird ja auch fleißig gekocht, da wird gebacken, da gibt's irgendwie. Gibt's Leute, die haben hier wohl einen Ofen aufgebaut. Ja, ja. Da hinten mit dem Village. Der Typ ist extra mal irgendwie mit einem Lastwagen voll Lehm angekarrt und dann haben die den da gemauert und dann mit Lehm aufgebaut. An den ersten Tag halt das ganze Stroh, mit dem sie sozusagen erstmal in die Trage. Konstruktion gebaut haben, das Heu dann so ausgebrannt und dann haben wir Lehm zum Ziegeleihof hier gefahren. Das ist ja wie Eulen. Eulen nach Athen. Genau. Aber einfach coole Sache und überhaupt sind extrem viele solche Installationen und Ideen und Gefährte auch. Habt ihr dieses Mate-Elektrokarre irgendwie gesehen? Aus 3 oder 4 Club-Mate-Kisten, die das irgendwie halten und so wie so ein kleiner E-Traktor. Da sitzt halt so drauf, so auf so gefühlt auf so einfach nur auf 4 Club-Mate-Kisten, die durch die Gegend fahren. Total großartig. Dann gibt es irgendwie da vorne, welches Village war das nochmal? Ihr wisst sicherlich gleich, was ich meine. Ich glaube, ICMP, da wo die. Dieser Hell-Computer-Nachbau ist. Oh, also diese Module irgendwie aus 2001. I'm sorry, I cannot allow that. Ja, nicht Dave. Die Stelle, sondern mehr so dieses My Mind is Going. Also wo er dann sozusagen so an diesen Plexiglas-Teil, genau. Daisy. Den habe ich noch nicht gesehen. Give me your answer. Du bist doch noch zu jung für. Du. Nee, den Film habe ich nicht gesehen. I'm half crazy. Was ich auch schön finde, ist, dass die Nerds natürlich stehen ja schon immer auf Eisenbahnen. Das ist natürlich auch das geile Gelände dafür. Die sind hier schon am Tag -2 oder sowas, glaube ich, sind die schon mit der ersten selbstgebauten Dresine hier durch die Gegend gefahren auf den Schienen. Mit irgendeinem Motor dran aus dem Rollstuhl oder sonst was, ich weiß es nicht. Aber sehr geil irgendwie. Ja, wenn du halt eh schon so eine nerdige Umgebung hast und dennoch Schienen legst. Aber da bin ich ja fast, jetzt wo du sagst, bin ich fast überrascht, dass es nicht mehr davon gibt. Das ist ja eigentlich die geile Handschuhe. Ich habe das Ding jetzt auch seitdem nicht mehr gesehen, aber ich habe die ein paar Mal hier mit dem Ding hier hoch und runter gefahren. Ich weiß nicht, ob die Spurweite vorher kommuniziert worden ist und überhaupt die Befahrbarkeit dieses Systems. Bitte? Ah ja. Ach, steht in der Wikipedia. No shit, Sherlock. Okay, die Spurweite wurde kommuniziert. Das sind dann sicherlich so die Dinge, die dann bei einer Wiederholung absolut. Ja, ich meine, das ist irgendwie auch noch so ein bisschen merkwürdig geregelt. Also man muss ja auf jeden Fall mal so ein Flatrate einführen hier für diese ganze Bespaßung und da mal ein anderes System, das, da so mit Ticket kaufen und so weiter. Das ist so geil, da hinten nicht. Am Family Village, da gibt es so eine Stelle, wo die immer langsamer werden, ne? Und du siehst dann, wenn du. Wie sie alle aufspringen. Nee, du kannst dann sich in Ruhe hinsetzen, was essen und einfach nur darauf warten, dass die Bahn kommt. Und dann kommt die Bahn und dann schleichen sich so ein paar Nerds so ganz unauffällig an. Also so als würden sie gar eigentlich nur darauf warten, dass die Bahn vorbeifährt und dann würden sie auch schon gleich weitergehen und dann gucken sie und dann setzen sie sich so drauf und dann jetzt mittlerweile hat es der Lokführer schon drauf und hat schon den Finger an der Hupe quasi, wenn er da in diese Kurve reinfährt und in dem Moment, wo dann die Nerds doch so einen kleinen Move machen quasi.
Ach, Widerstand ist zwecklos. Das ist einfach doch draufsetzen, genau. Ja. Aber der Typ, der den Party-Train fährt, der hat immer Spaß. Der hat immer ein Lächeln auf den Lippen. Ja, und vor allem vorhin ist das Ding ja entgleist. Habt ihr das mitbekommen? Mehrfach. Ja. Mehrfach sogar. Mhm. Das war total direkt vom Sendezentrum ist das Ding irgendwie auf einmal entgleist so. Und dann stand irgendwie so der Wagen so daneben. Ja, dann kamen irgendwie gleich so 10 Nerds irgendwie an, haben das Ding dann einfach wieder in die Schienen reingehoben. Und oder ein Gabelstapler. Und ab ging es so wieder mit Bällebad und volles Programm. Da kann ja nicht sein, dass die Cocktailbar hier irgendwie strandet. Ich frage mich. Vom Sendezentrum darf die stranden. Das ja, finde ich eigentlich das okay. Das ist eigentlich eine gute Idee. Warum haben die wieder reingehoben? Vielleicht sollten wir den Stein. Warum entgleist die da, Tim? Warum entgleist die da? Das ist eine gute Frage. Das liegt bestimmt am Generator. Ich muss mir mal eine Zigarette anzünden, die Mücken kommen. Habt ihr denn noch andere interessante Installationen angetroffen? Das Camp ist voll davon. Ja, natürlich ist das Camp voll davon, aber wir können ja auch mal darüber reden. Der also Klassiker. Ich habe zum Beispiel einen Carrier-Grade 3D-Drucker gesehen, das fand ich schon mal sehr interessant. Das war mitten dieses in einem Zelt. Dieses riesengroße Ding da? Ja. Diese du guckst da durch so ein, denkst du, ein kleines Zelt hier mitten in Mad Max Country, ja, denkst du an nichts Böses, guckst durch den Schlitz da wirklich so ein 3D-Drucker. So. So. Da also man, mindestens ein Kubikmeter. So da könnte man einen Tim fassen. Drucken. Ja, mindestens ein Kubikmeter, wenn nicht zwei. Mich kann man drucken? Ja, so ein Mini-Tim da. So ein Mini-Tim. Mini-Mi-Tim. Mini-Mi. Mein Mini-Me kann ich da drucken. Schöne, irgendwie auch so eine wiederkehrende Installation ist ja der Pancake-Robot, ne? Auch von den Wienern da. Ja, der Österreichern. Ist ja schon ein bisschen älter. Ja, genau, der ist aber legendär, weil das Witzige war, ich habe mir den an Tag 0 bin ich da vorbei und dann haben wir auch gerade eine Vorführung gesehen und der Typ dann auch so am Rumschrauben und so und noch erklären, und ja, da irgendwie der Druck und irgendwas, ne? Und dann später treffe ich irgendwie auf Fiona und die erzählt dann so, Pancake-Robot ist auch schon da und dann meinte sie so, ja, der ist immer am Schrauben und hat irgendwie, also genau wiedergegeben quasi, wie der Typ da immer an seinem Pancake-Roboter auch nach Jahren immer noch nicht zufrieden ist und der Scheibenwischer und alles und irgendwie muss da nochmal. Wobei die Installation an sich nach wie vor cool ist. Ja, stimmt. Und so einfach. Ja, aber immer noch eine Schraube locker, ne? Aber schmeckt. Ja, irgendwie zum Testen sind wir hier nicht mehr gekommen, leider. Du bist ja hier auch so ein bisschen Orga involviert oder bekannt oder... Wer, ich? Du. Ja. Wo kriegt man so ein Riesenzelt her, bietet die 2501? Das kriegst du jetzt nicht beim üblichen Hochzeitszeltefall, oder? Oder so, hattest du ein kleineres ist bei deiner? Ist das ein pleitegegangenes Zirkuszelt? Nö, es ist schon ganz schön bemerkenswert, was man so an Zelten alles mieten kann, wenn man es bezahlen kann. Ich kann ja aber jetzt gerade nicht genau sagen, was die Quelle ist. Aber das stand vorher, also du meinst jetzt die großen Vortragszelte? Mhm. Die standen auch vorher noch auf einem anderen Festival bis auf Sonntag. Oder Sonne, was? Mond und Sterne, so, glaube ich. Sterne, ja. Also die wandern auch so. Es gibt ein so ein Zelt, was immer auf den ganzen Festivals... Nee, es gibt verschiedene so. Firmen tatsächlich und die Orga ist auch, glaube ich, nicht besonders gut auf die Zeltbauer zu sprechen, habe ich gehört, weil da gab es wohl einige Fnords. Es gab Verzögerungen. Okay. Ja. Das ist deutlich später aufgebaut alles gewesen, aber egal. Also unsere Eröffnungsveranstaltung, da war kurz vorher wurde der Boden da reingedübelt und dann war Viertelstunde später war das Zelt erst fertig, ja, also bis auf die letzte Sekunde. Das nennt man Just in Time und ist angeblich ein total zukunftsfähiges Konzept der Wirtschaft. Das kann Just in Time Delivery. Ja. Okay. Der ganz normale Wahnsinn. Haben wir denn noch andere Installation. Ich hätte es mir mal aufschreiben sollen. Es gab noch irgendwie ein paar. Der Fernsehturm von der Seabase ist großartig. Ja, der Fernsehturm ist super. Ne? Der dreht sich sogar. Ja, das war wirklich, das habe ich auch. Ich behaupte ja steif und fest, dass da oben in der Antenne auch was drin ist, was sendet. Scheißegal, was das ist, ob das WLAN ist, aber niemand baut doch auf so einem Camp wie hier eine Antenne dieser Art und dieser Größe, ohne dass die was sendet. Kann das hier mal irgendjemand bestätigen? Oder ja, die haben dann Radio Seabase, reingelegt. Da Könnt ihr das mal bestätigen oder dementieren? Ja, also... Leute, die wissen, dass da was drin sendet, bitte hum now. Okay, einer weiß es. Das ist auf jeden Fall ein Geheimnis. Ich dachte aber auch so, jetzt wo jetzt Gewitter angesagt wird, ne, die ganzen Amateurfunker, die ja da auch wieder ihr ganzes Equipment Meter hoch aufgetürmt haben, ob man eigentlich an denen erkennen könnte, ob es wirklich ernst wird mit dem Gewitter, wenn die anfangen, ihre Antennen einzuziehen. Habt ihr eigentlich die Rakete gesehen? Ja, natürlich. Ja, und ich habe was aufgefallen. Ja. Na, was? Die hatte zu viel Party gestern, die Rakete. Was? Die hatte zu viel Party gestern. Wieso? Na, weil sie so viel Glitzer hat. Leute, die von dicken Partys kommen, haben immer noch Glitzer am nächsten Tag. Ja, das freut mich natürlich besonders, dass das Ding jetzt 12 Jahre nach ihrer ursprünglichen Fertigstellung mal überarbeitet worden ist. Facelift. Und Hasso, der die ja gebaut hat, hat die jetzt sozusagen auch überarbeitet und die war ja schon total...
räudig runtergerockt. Die stand jetzt irgendwie 12 Jahre im Freien und 1000 Transporter und Dellen hier und da. Es war einfach ein Elend und das Ding wäre uns irgendwie so langsam mal dahin geschimmelt. Also gab es den Beschluss, dass ich da was ändern muss. Und dann sind wir halt da in die Vollen gegangen und Hasso hat irgendwie mit seiner Truppe da ein Auto Metallic Lack in mehreren Lagen mit Goldglitzer irgendwie noch drauf gemacht. Es muss eine super krasse Aktion gewesen sein. Also erstmal so sauber machen, polieren, alle Sachen wegspachteln, glatt, dann Grundierung, dann nochmal Lack, dann nochmal Lack und nochmal Lack und dann irgendwie Glitzer. Und nochmal Lack und dann irgendwie alles nochmal poliert bis zum Exzess. Und ich muss sagen, ich habe das Ding zuerst nachts gesehen mit Bestrahlung. Und da sah das irgendwie schon total schick aus und dachte mir so, boah, cool, hat sich ja voll gelohnt. Und danach habe ich es erst in der Sonne gesehen, da wäre ich fast nach hinten umgekippt, wie warte mal, irre nach dem das Regen. In der Sonne kommt. Was denn, morgen was? Nach dem Regen sieht die nochmal geil aus. Weil sie dann geputzt ist oder was? Ja, nee, so mit so Wasserperlen drauf. Ach so, na gut. Es hat ja jetzt letzte Nacht wohl auch kurz geregnet, also es hat schon. Aber die Flamme ist jetzt ja auch sozusagen genau, eingezeichnet, ne? Das ist auch. Mir, daran habe ich es eigentlich von der Ferne erkannt. Gab es die schon beim ersten Camp? Nee, da gab es noch so eine Metallrakete. Ja. So, kleiner Test. Wer weiß, wie die Rakete heißt? Ja, Sie wissen, wie die Rakete heißt. Also okay, daher. Alles klar. Die passen ja? Besser ja, auf als die passen besser auf als du. Ja, ja, wie heißt die Rakete? Fairy Dust. Genau. Sehr schön. So, dann gab es Radio. Radio, Gaga. Radio, die längste Schlange auf dem Camp. Wir haben ja Freakshow berichtete. Ja, wir halten das hier mal kurz in die Menge, wer es noch nicht gesehen hat, aber ihr habt ja wahrscheinlich irgendwie alle einen schon abgeholt. Natürlich. Ein unglaublich klobiges, dickes Teil. Also man läuft so ein bisschen rum wie so ein Hip-Hopper. Ja, also so wie so eine Uhr, man. Irgendwie so. Wo ist er? Jung. Und Display drauf, aller möglicher Klimbim, Antenne, Pipapo, USB. Und ich weiß nicht, habt ihr schon von ersten Applikationen gehört, die hier schon entwickelt wurden? Radio-Applikationen? Also naja, ich hab nur Hipster gesehen, die natürlich gleich wieder alle voll mit LED voll gepimpt hatten und so. Und ja. Gehäuse drumherum. Da bräuchte ich übrigens nochmal einen Pro-Tipp. Wer mir da nochmal was twittern kann, ich bräuchte mal so ein Gehäuse. Also es gibt ein Zelt. Gibt es Gehäuse, kann man beim ja, es gibt hier jede Menge Zelte. Es gibt so ein Extension-Kit. Hast du nicht, oder was? Extension-Kit habe ich aber Gehäuse. Bei den Münchnern gibt es jetzt auch so ein Plexiglas-Gehäuse dafür. Bei den Münchnern? Ja, bei den Münchnern. 10 Euro. Ist aber ausverkauft. Ja, genau. Und das Special-Feature ist, hier vorne ist gleich so ein Maker-Wagen mit 3D-Druckern und Laser-Cuttern und da kannst du dir auch ein Case lasern. Der mit 3D-Dingern? Ja, und der hat auch irgendwie einen Laser Cutter und da stand irgendwie ein Schild dran, hier kannst du dir auch dein Radio-Badge Case lasern. Hm? Zwischen Seabase und München, da gibt's die noch. Also gibt alles auch noch klar. Welche, ja? Gut. Okay, gibt's noch welche. Bring ich Plexiglas, er macht Laser. Ja. Sehr gut. Also da gibt's auf jeden Fall eine Option. Ja, also zu den lustigeren Ideen, die ich gehört habe, war hier, also es gibt hier so Tore, die werden so per Funk geöffnet. Mal gucken. Mal gucken, ja. Weiß nicht so ganz genau, was so die Vision ist, die man so mit diesem Gerät so primär assoziieren sollte. Ich weiß nicht, wie es euch da so geht. Woran denkt ihr so bei dem Device als erstes, außer dass man jetzt alles scannen kann? Du kannst auch was senden. Fernbedienung für was war das? Also, was ist offen? Der BMW. BMW. Ach, der BMW ist offen. BND. Also eine schöne Anwendung, von der ich gehört habe, dass Leute sie probieren wollten oder sowas, ist, dass sie da mal was mit Zigbee spielen wollten und damit diese ganzen LED-Anzeigen, die ja nur jeder Trop zu hängen hat, mit der Fernsteuerung, weißt du, diese, wo du denn die Farbe setzen kannst, dass du da so ein Programm drauf machst, dass du einfach durch die Gegend läufst, was immer alle Dinge auf rot stellt. Und überall da, wo du langläufst, wird alles rot. Zum Beispiel. Sowas könnte ich mir auch ganz gut vorstellen. Ja. Oder egal welche Farbe. Das ist auch nicht schlecht. Also ich dachte mir ja so, was so richtig advanced wäre, wenn man also ein Mesh-Netzwerk macht. Ja, also ja, genau, also das eh. Die Frage ist nur, was macht man mit dem Mesh-Netzwerk? Und wenn man halt jetzt so rumläuft und sich sowieso vermescht mit allen, könnten ja im Prinzip alle Geräte die Daten über alle anderen Geräte auch anliefern, sodass man quasi über alle anderen Teilnehmer dieses Mesh-Netzwerks auch permanent eine Triangulation machen kann. Mhm.
sodass man eigentlich dadurch so eine komplette Karte, wer befindet sich wo, durchziehen Ja, super könnte. Idee. Super Idee. Herr Uhl, ja, Herr Uhl, cool. Darf ich Ihnen mal die Maske abreißen? Hey. Herr de Maizière. Ich, also, mal ehrlich, ich benutze ja hier Find My Friends auf meinem iPhone und das ist einfach der Brüller. Ich habe jetzt irgendwie hier so 20 Leute drauf und wenn ich so tagsüber so gucken will, so, na, wo geht denn jetzt wo gerade die Party ab, dann sehe ich das halt einfach. Ach, hier Roddy wieder im Cybersex-Feld. Ja, ich weiß, der jetzt zuguckt und so. Ja, hier Juri hängt da irgendwie an der Rakete ab, warum ist der nicht hier? Ach nee, das ist nicht aktuell. Okay, jetzt habe ich ja noch keinen Laden hier. Da wird alles noch gesucht. Wie auch immer, auf jeden Fall. Juri ist bestimmt hier, oder Juri? Du bist wieder. Du musst lauter brummen. Das ist einfach praktisch. Das ist einfach, ich finde das total super. Also wenn man so opt-in-mäßig da dabei sein kann und sich mit seiner Peer Group so ein Realtime, wer ist wo, baut, dann wird einfach so ein Camp ist auch einfach praktisch. Viel. Sagt Facebook auch. Ja, ist aber auch so. Wenn wir jetzt hier auf dem ITF-Meeting wären, würde jetzt da hinten der ACLU-Mann aufstehen, ans Mikrofon gehen und sagen, ihr habt sie doch nicht mehr alle. Aber ist schon okay. Ja, die Frage ist ja immer, habe ich die Wahl oder habe ich die Wahl nicht? Und ja, hier habe ich die Wahl. Und ich will ja auch die Wahl haben und ich will halt genauso schützen wie entschützen können. Ja, aber das ist trotzdem ist eine schöne Anwendung, aber es ist trotzdem, das machen ja alle schon. Und in 4 Jahren hat jeder sein iPhone-Implantat und dann nicht, ist es eh vorbei. Nicht peer-to-peer ohne Infrastruktur. Hier geht das ja nur, weil du irgendwie so ein Netz und LTE und Mobilfunk und so weiter hast. Beziehungsweise manchmal eben auch nicht hast, weil wenn ich jetzt hier kein WLAN hätte, was ich eben auch noch manchmal habe, dann bin ich halt schön in Edgeland, hier gibt's für dich kein Netz. Du lebst in Edgeland. Und dann war's das halt mit dem Trekking. Wer von euch hat noch eine Rocket? Wer hat die in den letzten 3 Monaten auch benutzt? wenige. Hier und da wird gesummt. Aber die Rocket war halt auch kein Software-Defined Radio. Naja, gut. Was mit der Peer-to-Peer-Nummer? Das Mesh-Netzwerk meinst du? Ja. Aber hey, wer hat seine Rocket die hatte, dabei? Die hat ein Radio drin, oder was? Weil es halt keine Killer-Up gab. Weil einfach nur irgendwie Blinklights-Movies auf der Rocket anzeigen, das reicht halt nicht. Du brauchst halt eine fucking Killer-Up. Und ich sag dir, Peer-to-Peer mit irgendwie Tracking und Trala und Bunt und jeder weiß, wo jeder ist, das ist geil. Aber für mich funktioniert... Von was für einer Art von Killer-Up redest du jetzt? Na, eine Killer-Up, die mir sagt so, oh scheiße, wenn ich jetzt dieses Ding nicht jetzt, was ich sowieso habe, jetzt auch mal zusammenlöte, dann bin ich halt nicht mehr mit den coolen Kids unterwegs. Aber das konnte die Rocket da auch schon, oder nicht? Fände das aber... Weiß ich nicht, aber es gibt die App nicht. Könnte oder Verstehe. Hätte, würde vielleicht, das ist das eine. Das andere ist, dass er irgendwie da One Button installt, zack, bumm und dann. Lern nochmal programmieren, Tim, und mach einfach ja, ich mal. Nochmal? Soll nochmal programmieren? Hat ja nicht lernen? Gereicht offensichtlich, ja. Auch für die Apps. Man ist nicht fertig mit Programmieren lernen. Ich finde, man könnte das ja kombinieren. Hier gibt es ja Raketenbauer, habe ich gehört, die hier Raketen bauen auf dem Camp auch. Ja. Und ja, die könnten die dann auch nochmal ein bisschen. Das ist eine self-organized Session übrigens, ja. Es gibt auch Raketenbau für Kinder. Ja. Mit Schwarzpulver und allem Pipapo. Haben aber noch mit keinen Starterlaubnis bekommen. Die haben jetzt alle Raketen gebaut und warten jetzt darauf, dass wir am Sonntag das Ding nochmal starten dürfen in kontrollierter Form. Ah, ja, okay, verstehe. Ich denke, die machen dann nur so Coke-Light-Mentors-Raketen oder so. Nicht? Nee. Stand Schwarzpulver im Workshop-Programm. Okay. Alle selten, ganz ruhig. Oh mein Gott. Gut. Da. Der Soundman hat das Gate eingeschaltet. Geil. Endlich kein Feedback mehr. Und so kein Publikum plötzlich. Mehr. Kein Publikum, deswegen. Das ist wie in der Mitte-Ebene. Seid ihr noch da? Das funktioniert echt gut. Die ITF hat da was richtig verstanden. So, was gibt's denn noch irgendwas, was wir über das Camp unbedingt berichten müssen? Fällt euch noch was ein? Also ich muss noch sagen, dass für mich funktioniert diese Navigation und Leute finden einfach auch ohne dieses Mesh-Netzwerk, weil man muss einfach nur entweder an einer Stelle sitzen bleiben oder sich die ganze Zeit bewegen und dann kommen einem die Leute automatisch in die Arme. Das ist auch wirklich, letztens meinte auch schon einer, das ist wie so ein Familientreffen und so, ne? Aber es ist auch wirklich so. Du triffst auch Leute, die hast du erst das letzte Mal beim Camp gesehen wieder, ne? Alle sind sie da und ich treffe die halt auch alle. Und deswegen ist, glaube ich, auch das Camp jetzt 5 Tage, damit du auch wirklich alle triffst. Weil man schon einen Tag braucht für Hände schütteln. Genau, ja. Achso, früher war das nur 4 Tage. Nee, letztes Mal war auch schon 5 Tage. Echt? Ja. Aber früher war kürzer. Aber wo. Kann aber sein, dass diesmal der 5. Tag noch mehr 5. Tag war als
beim letzten Mal. Aber das werden wir dann sehen, wie sich das entwickelt. Das ist übrigens jetzt noch ein kleiner Pro-Tipp oder auch wieder von der Eröffnungsveranstaltung. Haben wir das überhaupt gesagt? Ich weiß es gar nicht mehr. Ich glaube, das ist eine Sache, die wir vergessen haben. Für den Abbau gibt es gar nicht so viel Zeit. Weil das Oldtimer-Treffen kommt. Genau, da kommt nämlich nach uns kommt ein Trecker-Treffen, wo alte Trecker von vielleicht auch jungen Herrschaften hergefahren werden und ausgestellt werden. Das heißt, wenn Fiona und ich unsere Abschlussveranstaltung da zelebriert haben, dann müsst ihr auch gleich schon eigentlich eure Sachen packen. Nein, die müssen uns helfen beim Abbauen. Naja, also unsere Sachen, alle Sachen. Ja. Ich, meine coole Apple Watch hat mir gerade erzählt, dass die Starterlaubnis für die Rakete morgen 11 Uhr ist. Alles klar. Wenn es gewittert, ja. Cool, wa? Ah. Dual Use. Zwei Anwendungen. So hip. So. Das war's, oder was? Ja. Mehr gibt's nichts zu sagen zum Camp. Jetzt hier Auto. Ja, du ist thanks for coming. Was? Wie? Ist aber schon durch. See you soon. Ja. Wie reden wir denn jetzt? Da geht noch was. Anderthalb Stunden schon? Haben wir noch, können wir noch aufzeichnen? Ja, ein bisschen noch, ne? Sollen wir noch ein bisschen weitermachen? Naja, Verhalten. Also nicht, oder? Ja, ich weiß jetzt auch nicht so ganz genau. Wir machen mal ein bisschen Druck da drauf. Uns fallen bestimmt noch ein paar Camp-Referenzen ein. Genau. Clemens, du warst auf dem IITF Meeting. Wieder mal. Weil du ja dreimal im Jahr bist. Ich mache nicht alle mit, aber die so an diesen gambling Locations. Nicht? So Honolulu nee. Und so, ne? Ja, Honolulu und so. In Dallas war wo ich man rumgammeln kann, oder was? Dallas. Das letzte okay. Frühjahr war in Dallas. Das war jetzt in Prag. Ja, das ist auch eher. Vor drei Wochen erst. War es sozusagen Heimspiel. War sehr interessant wieder mal. Wir hatten auch Sachen, die dem Camp zum Beispiel, oder nicht dem Camp, sondern dem Kongress noch nicht gelungen sind. Wir hatten nämlich am Sonntag sozusagen, an unserem Tag Null, hatten wir abends auch die Aufführung von Citizen Four. Mit anschließender Live-Schalte nach Moskau. Das mit Snowden. Mit Snowden. Okay. Das war sehr interessant. Insbesondere fand ich halt eben, man kennt ihn ja auch aus den Interviews immer so, als den jetzt eher so, er kommt so ein bisschen rüber so als politischer Aktivist, aber der Typ ist halt am Ende des Tages auch Techniker. Der wusste sehr, sehr gut technisch, was da abgeht und hat eben auch so einzelne Working Groups auch adressiert, was die da gemacht haben. Er hat auch Standing Ovations gekriegt. Was auch sehr lustig war, das hat ihm auch deutlich Spaß gemacht. Eigentlich, die haben die Aufführung irgendwie um 22 Uhr gemacht und dann um Mitternacht ist dieser, der läuft ja so zwei Stunden oder so, um Mitternacht oder so war der Film dann rum. Und Moskau ist ja nochmal drei Stunden weg, das heißt, das war ja schon relativ spät denn da bei ihm. Und dann hieß es so, naja, wir machen dann hier mal so drei Fragen oder sowas. Und das ging dann noch anderthalb Stunden oder so, weil immer mehr Spaß gehabt hat und meinte, ach, eine Frage können wir noch. Und dann war halt sehr interessant. Was für Fragen waren denn das? Die sie an ihn gestellt haben oder so. Na, was denn so sein Tipp wäre, so für die ganze Standardisierung oder so, weil ich sagte ja schon, er hat sich sehr bemüht oder er nimmt auch so ein bisschen daran teil, was da so passiert in Sachen Standardisierung, gerade so Verschlüsselung und so Zeugs und er hat halt eben angesagt, seine Message ist, ihr seht jetzt auch durch die Sachen, die jetzt da publik geworden sind, wird halt einfach alles abgehört, wo er nicht von vornherein für sorgt, dass man es nicht tun kann. Also dieses das, was wir machen, ist so uninteressant, das hört bestimmt keiner ab. Was man so früher gedacht hat, das zählt halt einfach nicht. Ja. Ja, und er hat sehr darauf auch beharrt, dass bei der Standardisierung auch immer schön diese Sachen beachtet werden. Das ist auch das, was ich ja vorhin schon mal sagte mit dem ACLU-Typen, den gibt's wirklich. Also die American Civil Liberties Union. Der ist da auch bei diesen Working Groups dabei und wenn da Protokolle so diskutiert werden, wo halt eben Nutzerdaten transportiert werden und da wird halt nicht ordentlich aufgepasst drauf oder man kann halt Rückschlüsse daraus ziehen auf Nutzerinformationen, dann steht der auf, stellt sich ans Mikrofon und sagt so, ihr gebt da gerade mal wieder Nutzerdaten preis und alle so, ja okay, gut, dann machen wir das anders und so. Und das fand ich sehr gut, dass die, dass da jetzt deutlich, ganz, ganz deutlich mehr gegenüber früher auch drauf geachtet wird, auf diese Dinge. Aber was wollten Sie denn jetzt von ihm von so? Snowden? Nee, also Sie wollten halt wissen. Eben diese übliche Frage war zum Beispiel an ihm, glaubst du, dass du jetzt doch nochmal irgendwie demnächst mal nach Hause kommst? Und er so, naja, das ist ja ein laufendes Verfahren, da kann ich ja nichts drüber sagen, aber nö.
weil sie wollen ihn halt an den Arsch kriegen über ein Gesetz, wo du eigentlich nichts gegen sagen kannst, wo sozusagen die Regierung einfach eine Behauptung aufstellt, ein Gesetz von, keine Ahnung, Anno Tuff, ja. Was so designt ist, dass die Regierung einfach behaupten muss, du bist halt eben böse und du schadest dem Land und deswegen gehst du lebenslang in den Knast. Und Landesverrat halt. Da kannst halt nicht viel gegen sagen und deswegen hat er gesagt, macht er sich momentan nicht so richtig viele Hoffnungen. Okay, aber was war jetzt sozusagen technisches Interesse an ihm oder an Einschätzung? Also war das jetzt nur so dieses, alles wird abgehört und sorgt mal dafür, oder ist er da auch mit seiner Expertise noch irgendwie anders befragt worden? Es waren da nicht nähere technische Details, sondern waren eher so politische Fragen oder eben Einschätzungsdinge, wie er Dinge einschätzt zu solchen Themen, die aber eben alle auf die Sache hinausliefen, dass er eben sagte, ja Leute, jetzt bitte passt ordentlich auf. Das, was ich hier mitgebracht oder was durch mich verbreitet wurde, ist nur die Spitze des Eisbergs. Seid halt eben einfach vorsichtig. Das okay, hat er also sehr so eindringlich gesagt, ich kann es jetzt nicht in einzelnen Worten wiedergeben. Ist jetzt auch schon eine Weile. Okay, aber der hat Spaß so mit Nerd-Kommunikation. Der hat Spaß. Also mit können wir ja auch im Kongress auch mal zuschalten und mal fragen, so Apple Watch und sowas. Ich meine auch. Inzwischen denke ich mal, die Geheimdienste wissen eh alle, wo er wohnt, und diese Nummer, dass er jetzt in irgendeinem Keller sitzt ohne Fenster, ist jetzt auch schon rum und so, und der macht eigentlich da einen ganzen Entspannten, und ich denke, wenn man jetzt mal da höflich anfragt, kriegt man da bestimmt mal einen Interviewtermin. Und was lief sonst noch so auf der IETF? Du bist ja mit so diversen Auguren mal wieder zusammengestoßen. Ja, ich hatte ja schon in der Freakshow, wo wir uns nach der WWDC dieses Video da angeguckt haben, hatte ich mir ja mal diesen Stuart Cheshire mal vorgeknüpft. Sehr, sehr netter Typ, sehr, sehr bodenständig auch. Haben uns ein bisschen unterhalten über die Themen, die Entwicklung. Ich habe ihm auch gesagt, dass wir das eben sehr schön fanden, dass sich mal jemand mal darum bemüht, diese Schwanzbeißt-Hund-Nummer mal aufzulösen. Also dieses hier gibt es zwar einen technischen Standard, aber die Gerätehersteller implementieren den nicht, weil es gibt ja kein Netz, was das kann. Und die Netzbetreiber sagen, ja, toller Standard, aber es gibt ja keine Geräte, die das können. Warum soll ich das implementieren? Und dass das halt eben eine schöne Sache ist, dass die jetzt gerade Apple mal durchbricht mit ihrer Marktmacht, um da mal ein bisschen aus dem Kniff zu kommen. Und er hat mir aber auch zu verstehen gegeben, dass er das schon gerne auch nochmal lesen wollen würde, weil er möchte das gerne seinen Chefs zeigen. Also hat es ein bisschen durch die Blume zu verstehen gegeben, dass die ihn zwar machen lassen, aber dass er schon gerne noch ein bisschen Support hätte aus der Community für solche Sachen. Oder dass ihm das gefallen würde, wenn er da irgendwie mal eine Zuschrift für kriegt. Habe ich ihm auch zugesagt. Wer da also auch gerne noch mal was hinschreiben möchte, der jetzt vielleicht was entdeckt dort, was die da machen von den Apple-Leuten. Hast du ihm unsere Shownotes geschickt quasi von der Sendung? Nee, aber das könnte man ja mal machen. Auf die Idee bin ich auch gar nicht gekommen. Was sonst auch sehr interessant war, insgesamt war, also das kann man ja vielleicht auch mal sagen, so Apple und zum Beispiel Google bekriegen sich ja marketingmäßig, ne? So Android versus iPhone und aber die arbeiten dort in den Working Groups sehr einträglich zusammen. Ich habe jetzt selber auch eine neue Working Group mitgegründet, die sich so ein bisschen befasst damit, dass wir diese scheiß WLAN-Portale mal irgendwie weg oder in den Griff kriegen. Wir werden sie, sagen wir mal, nicht komplett wegkriegen, weil es gibt halt Themen, die derzeit technischen Standards nicht abdecken, wie zum Beispiel die, so manche Länder, die sowas haben, so wie Störerhaftung oder und so ein Scheiß, wo du halt aus rechtlichen Gründen irgendwie einen Haken setzen musst, sagen, ja, ich mache hier keinen bösen BitTorrent oder sowas, bla bla bla. Soweit lassen halt die derzeitigen Standards nicht zu, aber es geht halt genau darüber, dass eben so, dass wenn schon ein Portal da ist, dass das dann mit dem Gerät kommuniziert und sagt, bitte zeigt dem User mal hier folgenden Text und lass ihn da klicken und dann ist gut, aber dass man jetzt nicht anfängt, immer diese komischen, über diese Browser-Geschichten. Das ist ja das Ärgerliche an diesen WLAN-Portalen, dass du erstmal einen Browser starten musst, der natürlich einen nicht verschlüsselten Request machen muss. Er musste also erstmal mit HTTP irgendwo hingreifen, wo wir ja gerade auf der anderen Seite dabei sind, jetzt alle zu verschlüsseln. Ja, das heißt, deine Standardseite, deine Google- oder sonst was Seite ist ja alles schon lange verschlüsselt, das geht alles nicht. Das heißt, du musst jetzt noch einen Webserver finden, der nur HTTP mit dir spricht, den ansprechen, um dann vom Portal redirected zu werden auf eine dämliche Seite, die niemals auf das Device draufpasst, auf das iPhone oder auf das iPad oder was auch immer du hast. Ja, und inzwischen dich all deine anderen Programme ankreischen. Dein E-Mail-Client, der sagt, nee, die kommen ja an den Server nicht ran. Und dein Kalender-Client, ja, und alle, who am I talking to? Und
diese ganze Geschichte, dass man das mal ein bisschen in den Griff kriegt. Und das fand ich sehr interessant, weil da waren, wie gesagt, auch die wirklich die Leute, die den Code für iOS schreiben, den Code für Android schreiben, waren auch mit dabei. Und die sitzen dann da zusammen und sagen so, wie macht ihr denn das? Und wie macht, okay, das finde ich schon irgendwie ganz okay. Da gibt es denn da jetzt schon irgendeinen Ansatz für einen Standard? Nee, der Standard sind wir noch weit weg. Wir sammeln halt erstmal, das war die Gründung von so einer, das war erstmal ein BOF, sozusagen Birds of a Feather Session. Da wurde dann auch durch Gesumme eben abgestimmt, dass wir sagen, wir machen da draußen eine Working Group. Unterhalten uns jetzt sowohl mit den Portalherstellern auf der einen Seite als auch mit den Geräteherstellern auf der anderen Seite, um halt die Sachen hinzubringen, die man hin will, inklusive Payment und so. Also erstmal natürlich dieses Zugang und Abnicken, ja, ich mache hier nichts Böses und la und so. Aber auch das Wiedererkennen von Geräten gerade, das ist ja zum Beispiel auch der Nerv. Selbst wenn du durch die Scheiße einmal durchgegangen bist, weh, du klappst deinen Laptop mal zu oder gehst mal zum Mittagessen, kommst wieder, geht der Scheiß wieder von vorne los. Ja, und all solche Sachen, dass das mal ein bisschen aus dem Kniff kommt. Und haben die, hast du sie mal befragt zu der Motivation mit dem IPv6, ob sie da so richtig drücken wollen? Weißt du schon, dass jetzt irgendwie alle das supporten müssen, damit du Twitter noch benutzen kannst und so? Meinst du jetzt die Appleianer? Die Android, genau. Die Android-Vögel sind sowieso IPv6-Apologeten. Ja, die Leute, die das machen. Aber die Cheshire sowieso, der ist auch voll mit dabei. Deswegen sagte ich, aber das wäre halt schön, wenn der noch so ein bisschen Backing kriegen würde aus der Community. Weil ich denke, der ist halt ewig da, dem lassen sie ein bisschen Spielraum, was zu machen in seiner Firma, aber er steht natürlich auch, wie alle Leute, die schon ewig in so einem Unternehmen sind, immer so ein bisschen unter Beschuss. Das muss dann alles neuer und toller und besser werden. Wir haben das gesehen, zum Beispiel bei Yosemite haben sie ja dieses Bonjour kaputt gemacht, ja. Ne, indem sie da diesen tollen, wie hieß der? Discovery Demons da hingebaut haben. Ein wohl dem Vernehmen nach unglaublich grottenschlechtes Stück Software. Auch innerhalb von Apple so gesehen, wurde dann aber immer weiter gepusht, bis dann irgendwann ein anderes Celebrity mal Tim Cook angerufen und hat gesagt, sag mal, geht's noch? Eine Celebrity. Ich kann auch sagen, wer es war, Windsurf, also sozusagen der Uropa des Internets, hat dann mal bei Tim Cook angerufen und gesagt, ey Alter, meine Drucker drucken hier nicht, geht's noch? Revolution kann so einfach sein. Die Story geht noch weiter. Und dann hat Tim Cook natürlich so seine Chain runter eingerufen, dann klingelte natürlich bei Stuart das Telefon. Und er so, ja, ich habe da meinen MDNS-Responder geschrieben, der würde funktionieren, aber ich versuche das mal zu debuggen. Und während die beiden dann da machten, also Stuart und Wind, kam dann Wind einfach auf die Idee und hat gesagt, pass auf, wir nehmen jetzt mal aus einer alten OS X-Release den MDNS-Responder und lassen den laufen. Und in dem Moment druckte das und Tim Cook rief an. Und der Drucker lief im Hintergrund. Und er so, pass mal auf, Alter, du machst jetzt einfach den MDNS-Responder wieder drauf. Und so geschah es dann auch. Ja. Ah, ja. Aber es ist, das hat ewig gedauert, hat Monate gedauert. Es gibt ja, wenn so unter OS X eine... Das hatten die Hacker aber schon vorher rausgefunden. Ja, ja. Das ist sozusagen die Lösung. Wenn man jetzt sozusagen ein Problem hat mit dem Apple, dann muss man einfach nur den Erfinder des Internets anrufen lassen bei Apple und dann läuft es wieder. Wenn du, es gibt noch so andere nette Infos dazu, wenn bei auf so einem Apple-Ding was abstürzt und du das nicht ausgeknipst hast, dann schickt das ja einen Report nach Hause. Ja, diese Automatic-Bug-Report, lalala, Dingsen. Und die werden auch wirklich bearbeitet und sortiert. Man denkt immer, die gehen da direkt nach Dev 0. Nein, nein, die werden statistisch ausgewertet, zusammengefasst nach gleichen Problemen und so weiter und so fort. Und dieser Discovery-Demon hat über 4 Monate hinweg von Platz 1. Nee, die Top 10, belegt. Was ist denn, was sind die anderen Plätze? Alle Top 10. Okay. Weil das Ding halt an jeder Stelle abstürzt. Überall. Ach so. Das hat nicht bloß einen Bug, sondern das stürzt halt dauernd und überall ab. Oh Mann, ey. Ja, aber wurden die Zuständigen denn gesteeft? dem Vernehmen nach nicht, nein. Aber es ist halt, mit dem Discovery halt Demon hatte der Cheshire ja nichts zu tun. Nee, der hat halt sein MDNS. Die haben sie mal gesagt, so, kannst du das mal in Ordnung bringen? Er so, ja, nimmt einfach mal einen MDNS-Responder. Das Ding ist halt alt, aber es ist single-threaded, es ist ein simples, so wie man früher programmiert hat. Ne? So in C und dann so mit Select oder Poll oder so, so single-threaded Sachen, go to fail, ja. Das andere Ding haben sie halt irgendwelche Hipster zusammenhacken lassen, die meinen, oh, das muss alles multithreaded sein und Locking oder Semaphoren brauchen wir nicht, deswegen stürzt es auch dauernd immer ab. Weil jetzt sich dauernd immer selber seine Daten überschreibt mit anderen Threads, also ganz, ganz übel, das Ding. Mit Erlang wäre das nicht passiert. Ja. Und, aber aus politischen Gründen wollten sie das halt eben unbedingt durchprügeln. Der kommt bestimmt wieder.
Ja, also das, da gab es, wie gesagt, noch diverse Sachen. Eine Sache, die mir noch, die ich ganz interessant noch fand, von der wir jetzt gerade noch mal bei ITF sind, ich hatte ja vorhin das erwähnt mit diesen DNS-Geschichten im V6 und DHCP und so weiter. Android macht kein DHCP V6. Und ich habe die dann gefragt, so, wieso denn eigentlich nicht? Das ist ja jetzt nicht so schwer. Und die so, ja, das ist, hat Gründe, weil man kann mit DHCP V6 nicht nur DNS-Serveradressen vermitteln, sondern man kann auch Geräten Adressen zuweisen. Normalerweise ist der so, das ist ja gesagt, wenn wir mit SLAC arbeiten wie hier, da sagt das Netz ja nur, hier hast du so einen 64-Bit-Bereich und da addierst du dir dann auch selber eine selbst ausgedachte 64-Bit-Adresse hinzu, um dann die gesamte IPv6-Adresse zu bilden. Das heißt, das Gerät sucht sich selber eine Adresse und wechselt die auch andauernd, so für Privacy und so weiter. Wenn du das Netz so einstellst, dass du sagst, nee, du darfst es nicht, bitte geh mal hier zum DHCP-Server, hol dir mal eine feste Adresse, denkt man erstmal, das ist ja toll, das möchte ich haben. Ja, so die Admins denken das. Gibt aber auch andere Leute, die das gerne denken. Gibt nämlich zum Beispiel Leute von der Content-Mafia. Die rennen jetzt nämlich inzwischen rum bei großen Organisationen wie Universitäten und so, die so größere Netze betreiben und versuchen, die zu belabern. Sie möchten auch bitte DHCP V6 benutzen statt SLAAC. Damit man besser tracken kann. Damit man besser tracken kann, wer jetzt hier welche BitTorrents und so laufen lässt. Und Großmutter, warum hast du nur einen DHCP-Server? Damit ich dich besser tracken kann. Und das ist zumindest eine der Begründungen, die mir die Android-Leute gesagt haben, warum sie sagen, diesem Druck wollen sie sich jetzt derzeit nicht beugen. Sie machen das nicht an, oder wenn sie das anmachen, machen sie nur so andere Mechanismen an, die aber diese Adressvergabe wollen sie halt nicht, unter anderem schon deswegen, weil sie dauernd Druck von ihrem Management kriegen, weil da dauernd irgendwelche Leute von der MPAA oder sonst irgendwo anrufen und sagen, mach doch das mal da rein. Also finde ich immer sehr interessant. Also wenn man denn so ganz hinten um drei Ecken gedacht, ja, ist eigentlich eine Technik, wo man denkt, ist doch, tut doch niemandem was. Doch. Aber das heißt, Google, warum hat sich dann ausgerechnet, Google, ist das dann Googles Entscheidung? Nein, das also ich meine, mal, wenn du da mal richtig reinzoomst, dann, dann sind die Typen, die das hacken, sind nicht irgendwelche Leute in Nadelstreifenanzügen mit Schlipsen, sondern die sehen so aus. So. Die da. Sitzt vielleicht hier gerade ein Publikum von denen. Und wie das immer so ist mit solcher Software, die, wenn du da tief genug drin steckst, dann bist du halt eben auch nicht so einfach zu ersetzen. Und dann haben die halt, dann sind die zwar Nerds am Ende der Food Chain, aber dann sagt das Management, hallo, wir wollen aus kommerziellen oder politischen Gründen gerne, dass du das tust. Und dann sagt der zum Beispiel, nö. Und das finde ich dann auch wieder cool, dass die Googleianer ihn dann nicht einfach rausschmeißen. Da wüsste ich ein paar andere Firmen, die würden das dann einfach machen. Und der Typ sagt halt einfach, im Telefon. Da habe ich jetzt keine... Was? Nee. Da sagt er einfach, habe ich jetzt keine Lust drauf und dann macht er das einfach nicht. Wo ist mein Telefon? Haha. Hörst du es nicht? Vielleicht. Ruft ihn noch alle mal an. Bällebad. Außerdem hast du auch vorhin gerade angegeben mit deiner Uhr. Du kannst doch mit deiner Uhr dein Telefon anbringen. Hätte ich jetzt auch gleich gemacht. Keine Angst. Ding. Ding. Ja, du kannst den Airplane-Mode nur nicht wieder ausschalten über die Uhr. Ne? So. Also es gibt noch 1003 Anekdoten, aber die anderen Kollegen möchten vielleicht auch noch was beitragen. Ich möchte jetzt meine Cola trinken. Genau, wir müssen mal hier aber auch über Bier reden. Ja. Aber du hast da sitzt halt. Aber ja, Linus, ruf, willst du mit in die Sendung oder was? Ja, ruf an hier, kannst du was erzählen? Except. Ja. Ja, hallo, jetzt legt er wieder auf. Ich nicht. Feigling. Aber immerhin hast du Netz. Ja, auf dem Computer. Nee, passt schon. Ich wollte ja nur aus dem Edge raus. Bin ich jetzt auch raus? Du bist raus. Ja. Kann man diese Scheiße. Könntest du bitte endlich mal diese komische Fliege da von deinem Display wegmachen? Das nervt mich total. Ach, wieso? Mein OCD springt da voll an. Darf ich mal? Husch, husch. Flatter. Okay. Okay, Roddy? Ja? Bier. Ja. Hopfenkuss? Hopfenkuss, ja. Ist wirklich sehr hopfig. Naturtrübes, untergäriges Vollbier, wo kommt es her? Ich bin kurz vor der Sendung von jemandem angesprochen worden und habe diesen Sixpack in die Hand gedrückt bekommen. Ja, wir genau, da drüben uns. Sitzt er. Vielen Dank. Okay, sehr lecker. Oh, es gibt ein Transkript. Kann ich das auch mal probieren? Sag mal noch was dazu. Tim? Was, wie? Kann ich deinen Hopfenkuss auch mal... Nee, der Hopfenkuss ist schon durch. Ach, scheiße. Der ist schon durch, ich habe keinen weiteren Hopfenkuss.
Hopfenkuss ist untertrieben, ja. Also es war ein Hopfenknutsch. Hopfenzungenkuss vielleicht. Hopfenpferdekuss. Absolut. Hopfenpferdekuss. Wir waren intim. Es gibt einen Clemens. Ich habe sie sehr nah an mich herangelassen. Ohne Filter. Und jetzt gibt es hier Fidelio. Ja, den habe ich auch. Den Brauerei Fidelio. Herle, Leutkirch. Ich weiß noch nicht mal, wo das ist. Irgendwo, wo sie lecker Bier machen. Ist Fidelio. Doch egal. Eine helle Freude. Ja. Bio und alles. Sehr schön. Mit Soße und Schaf. Ja. Ist gut. Clemens meinte, ich sollte das nochmal kurz erwähnen. Achso, es gibt Clemens Bier. Mhm. Ah. Nee, das solltest du nicht erwähnen, du sollst das erwähnen. Ja. Es hat jemand offensichtlich ein Transkript erstellt von diesem Edward Snowden at ITF93. Genau. Weil man hatte ihm wohl zugesagt, dass das nicht aufgezeichnet wird, deswegen gibt es keine Aufzeichnung. Okay. Keine offizielle Aufzeichnung. Gibt's auf GitHub, den Link gibt es im Chat. Ich denke mal, das dürfte die Shownotes-Kruschen eingesammelt haben. Chat. Okay, next. Dennis, was ist jetzt mit dem Bitcoin-Sale? Das ist von der Ecke da vorne so schräg durch am Ende. Ja. So ein weißes Zelt. Und was findet da statt? Kriegt man da, gibt's die, also gestern ist das Abend so eine haben Art die Bank da oder was? Weiß? Ist das so eine Art Bank? Da ein Sofa ist da. Ah. Ich war da gestern nur ganz kurz. Sag mal, laufender Bitcoin-Maschinen. Ist das der Grund, warum der Generator da hingestellt wurde? Wahrscheinlich, ja. Ey, Alter. Nee, die haben so ein paar USB-Miner am Start. Aber wieso gibt es denn hier keinen Bitcoin-Automaten oder sowas? Wollen die auch besorgen. Ja? Aber ich weiß nicht, ob es schon geklappt hat. Hm. Aber so Bitcoin spielt ja irgendwie auch keine Rolle, ne? Also man kann ja CCC und Bitcoin ist irgendwie nicht so. Fefe hat gesagt, verbraucht zu viel Strom und dann geht das nicht. Ah, verstehe, dann war das durch. Ja. Ja, weiß nicht, das liegt ja auch an euch. Also ich meine, wenn ihr mehr Bitcoin macht, also ihr seid ja der CCC, ich bin das ja nicht alleine, ne? Also ihr könnt schon auch das einfach benutzen und mehr Anfragen stellen und dann geht das. Also eine Marke mal für eine Bitcoin. Aber ein Grund, was ich gehört habe, ist, warum wir für den Eintritt keine Bitcoins nehmen, ist, weil wir haben ja auch unseren Kreditkartenprovider, der irgendwie eure Abrechnung macht und der kann kein Bitcoin und sie wollten nicht noch einen zweiten, der halt Bitcoin kann, weil das halt nervig wäre. Das wäre wohl ein Grund. Ja, wahrscheinlich wäre es jetzt auch nicht so nennenswert gewesen, was darüber an Umsatz läuft, nehme ich mal an. Aber du hättest trotzdem den Ärger mit dem Finanzamt gehabt. Bestimmt. Und wieso hast du da keinen Ärger? Du kriegst die genauso wie bei den Kreditkarten deine Überweisung rein und kannst genau sagen, das kam da rein. Du kriegst doch am Ende die Dollars oder Euros direkt, oder siehst du Bitcoins ja gar nicht. Hm. Genau, die bieten nur sozusagen ein Frontend für Bitcoin und bei dir landet dann eben nur der harte Euro. Also der, was also noch davon übrig geblieben ist. Der semi-harte Euro. Ja. Ja. Schön. Aber die machen dann ihr im Zelt. Ihr seid CCC, wie so bei Life of Brian. Ja? Genau. Ihr seid der CCC. Ihr seid alle Individuen. Please come now if you're the CCC. Nee, aber die zeigen, da haben gestern einen Film gezeigt da, irgendwie so ein Bitcoin-Movie, den habe ich selber auch noch nicht gesehen. Dann sind da wohl ein bisschen Vorträge, die wollen mich da auch noch einspannen, wollten eigentlich, dass ich einen Vortrag halte, aber ich habe keinen Vortrag über meinen Bitcoin-Pool. Aber ich werde mich da morgen wohl hinbegeben und so eine Art Ask Me Anything machen, so ähnlich, über Pools und Mining, so ein bisschen. Und ich weiß noch nicht, wann das ist, weil ich nicht genau weiß jetzt, wann morgen meine Schichten sind und wann die Zeit haben. Aber die haben so einen Zettel am Zelt dran, wo dran steht, was sie so als Programm haben und wann man da so kommen kann und so. Und ja. Wo bist du denn organisatorisch eigentlich eingebunden? Diesmal wieder Kasse? Ich mache Hinterzimmerkasse, ja. Ah, Hinterzimmer. Das müsst ihr euch so vorstellen wie bei Scarface. Da stehen die großen Geräte auf dem Tisch, dann kommen da so Leute mit so riesen Säcken rein und ich mache dann die ganze Zeit. Und dann macht's Bing und dann habe ich so ein Bündel in der Hand. Und dann gibt's noch so einen Spiegel mit weißem Pulver und. Ja. Ja. Deswegen wadert Dennis auch so. Ihr wisst gar nicht, wie viele Scheine so komisch und nur auf einer Seite so ganz hart geknickt sind und auf der anderen Seite dann immer weniger. Verstehst du nicht? Hm. Gibt's denn Tagestickets für morgen? Es gibt Tagestickets. Ja, gibt's. Ja. Ganz billig. Ja. 80 Euro. Ja. Don't talk about it. Ja. Gibt's noch was zu sagen zum Thema Geld? Digital oder real? Also oder prinzipiell, real? Das wäre, also ich meine, wir haben Duschcontainer, wir haben Klo-Container, wir haben geiles Essen und so, aber was man noch sagen? So ein Geldautomat-Container, das wert. Ja, oder überhaupt noch ein Geldautomat, ne? Ja.
Was ich noch sagen kann, was es an der Kasse noch gibt, es gibt Duschmarken für die Marina. Da sind wohl so Profi-Duschen, so kann man das nennen. Dafür könnt ihr euch Marken an der Kasse holen. Ah. Fünf Stück, ein Zehner oder irgendwie so. Was heißt ein Profi-Duschen? Also naja, richtige, wo besser als hier, sonst müsste man sich die Marken nicht holen. Noch besser als hier? Für Yachtbesitzer. Ja, was heißt denn das? Knick-Knack. Was? Zwei Duschen für Männer? Okay, aber was da heißt denn Profi-Duschen? Wird man so gesandstrahlt? Wir haben was? Da so 100 so eine Münzen oder so, das muss schon irgendwie ein bisschen größer sein. Das Wasser ist warm wahrscheinlich. Vielleicht. Und vielleicht ist keine Schlange davor und man hat Platz, um seine Sachen hinzuhängen. Oder okay. So. Vielleicht sogar eine Bank, um sie hinzulegen. Ihr könnt es ja mal austesten und dann weiterverbreiten, wenn es cool war oder nicht. Genau, für die nächsten Live-Show, dem nächsten Camp. Es gibt ja hier auch noch ein OpenStreetMap, wenn ich es richtig sehe, ist es OpenStreetMap basiert, ne? Genau, hier campmap.dotmap. Ich fange nochmal von vorne an. campmap.mastermind mit Z. Ja. Fang nochmal von vorne an. Es da gibt wollte sich niemand nicht, dass Mats man... Der Mint. Es gibt da eine Map, da kann man sich irgendwie eintragen und so, ist ganz praktisch, aber da sind noch nicht alle eingetragen. Aber wie ist denn jetzt die URL? Ja, die URL steht in den Shownotes. Mach doch mal einen QR-Code an die Wand. Ja. Warum ist der Beamer eigentlich nicht an? Ja, weiß ich nicht, kann ich da was hinschicken? Nee, da ist jetzt nur viel Video. Der kann keine hoch aufgelösten QR-Codes. Soll ich keine QR-Codes hinschicken? Nur kleine. Der soll einfach mal einen Text anzeigen. Was reinpasten. Wie auch immer. Auf jeden Fall kann man hier so eine interaktive Camp-Map erstellen und das wäre eigentlich ganz cool, wenn sich alle Villages hier noch eintragen würden, weil dann würde man zumindest danach auch nochmal wissen, was wo ist. Wo man was gefunden hätte, wenn man denn... Genau, wenn man denn irgendwie Zeit gehabt hätte. Ne? Ich schaue jetzt gerade mal, ob wir noch irgendwas Wichtiges vergessen haben. Im Camp? Ja. Ah, da ist das Belgian Village. Das habe ich die ganze Zeit gesucht. Nee, echt, das habe ich vorher nicht gefunden. Weil sie meinten irgendwie im Wiki immer nur, sie wären im Westen. Das fand ich dann doch ein bisschen ungenau. Eis habe ich's. Bist du wohl auch noch nicht genug rumgelaufen? Nee, bin ich noch nicht. Weil ist ja auch groß hier. Also ist ja wirklich nicht. Wer von euch alles mit Fahrrad hier? Ja, ich. Aber nicht so viel. Dennis, weißt du eigentlich, wer sich diese Straßennamen hat einfallen lassen? Ich ich habe so eine Ahnung. Na? Die saßen nämlich im Club und kamen dann, ja, wie wollen wir die Straßen nennen, Illuminati oder Gibson? Da habe ich gesagt, ey Jungs, seit 20 Jahren immer die gleiche Scheiße, macht mal irgendwas anderes. Und dann haben sie irgendwas anderes gemacht. Ja, und was haben sie jetzt gemacht? Irgendwelche Wissenschaftler, die kein Schwein kennt. Wissenschaftlerinnen. Und Wissenschaftlerinnen. Nur Wissenschaftlerinnen. Danke, Fiona. Danke, richtiger Einwand von rechts. Und gibt es jetzt die Hedy-Lamarr-Straße oder wie sie heißt? Weiß ich nicht. Also ich muss zugeben, dass ich... die wenigsten davon kannte. Und genau genommen. Ja, darum geht's ja, du sollst ja kennenlernen. Ja, nee, das ist ja auch in Ordnung. Aber hast du schon mal hinterher geklickt? Ich habe noch nicht mal ein Straßenschild gesehen. Die hängen aber seit zwei Tagen. Echt? Die hängen da ich wurde länger. Von einem Kollegen schon über ein paar aufgeklärt, ja. Zum Beispiel den Namensgeber für Algorithmus haben wir hier als Straßennamen. Ja. Und welcher ist das? Der Al-Khwarizmi. Ja, danke für die Aussprache. Al-Khwarizmi, glaube ich. Arabisch, oder? Ja. Wahrscheinlich. Khwarizmi-Allee. Okay. Ich finde das jetzt, wollte nicht sagen, dass es schlecht ist. Es ist halt nur so. Es ist besser als Illuminati und Gibson-Straßennamen. Ja. Das stimmt. Ist gut. Tim ist befriedet. Ist ja in Ordnung. Und wonach sind die Veranstaltungsorte benannt? Die Datenklos sind nach Städten benannt. Und nicht alle. Wie hieß unser hier Clemens, wo wir gestern gefummelt hatten? Warschau. Aber was ich cool finde, wieder korrekt geschrieben, also mal so in Landessprache. W-A-R-S-A-W? Warschau. Polnisch. Ja. Na, so rum. Oder doch nicht? Überlege aber es trotzdem, ich glaube, es ist jedenfalls Warschau. Unsere Daten gehen hier ins Warschauer Datenklo. Okay. Ich denke, wir haben nichts mehr zu erzählen, oder? Nee, das ist alles, das sind keine Themen. Das ist alles scheiße. Das können wir jetzt das nicht. Das verdient den Namen Themen. Na, das können wir jetzt nicht bringen. Du weißt gar nicht, was das hier ist. Nein, das ist einfach Kleinkram. Was denn das hier? E-Rut. Hast du das eingeschlagen? Ja. Brut. Müssen wir uns darüber dann auch unterhalten? Das ist ein Nerd-Tool. Finde ja? Ich irgendwie nett. Ja. Was für Leute, ich reiß es mal kurz an. Und ihr wisst was, kurz anreißen bei Clemens heißt. Holt euch noch ein Getränk. Regie bitte, wie viel Aufzeichnungszeit haben wir noch? höchstens noch eine Stunde. Hat noch keiner hektisch. Nein, also nur ganz, wirklich ganz kurz. Für all die Leute, die hier gerne auch mit Raspberry Pis und ähnlichem Kleingedöns rumbasteln.
Ich mache auch schon seit längerem was damit und erzeuge auch Software dafür und wie viele auch schon mal gehört haben, bastle ich auch gerne so mit Routern rum und da gibt es ja auch Router, für die man auch selber Code generieren kann. Also ich rede jetzt hier so von ARM und MIPS-Plattformen und so Zeugs. Man kann nicht jetzt entweder versuchen, direkt auf dem Raspberry Pi Sachen zu kompilieren, da wird man aber alt und grau dabei, das ist richtig böse. Man kann auch versuchen, den Raspberry Pi zu emulieren, da gibt es aber bisher nur so QEMU-Variante davon, die emuliert nur den kleinsten Pi, der da raus ist und das auch sehr langsam. Und es gibt ein Projekt namens PRoot, ich glaube die Webseite dazu ist proot.me. Und die haben ein super geiles, super einfach zu bedienendes Tool erzeugt, mit dem man einfach, sagen wir mal, auf so einer normalen Intel-basierten Linux-Kiste sich eine Laufzeitumgebung erstellen kann mit wirklich nur 3 Kommandozeilenparametern und vielleicht 2 Mausklicks oder sowas, die einem eine Umgebung erzeugt, wo man sich sozusagen quasi in einem Pi befindet, aber mit den gesamten Ressourcen dieser Maschine, also mit N CPUs und so viel Gigabyte RAM und so weiter und so fort, sodass man halt eben dann auch mal schön make-j6 sagen kann und so. Damit bin ich also jetzt ganz froh dabei, für alle möglichen Mini-Plattformen Code zu erzeugen, Kernel zu erzeugen und so weiter und so fort. Das ist also, wäre, wie gesagt, einfach immer der Profi-Tipp für die Leute, die damit basteln, klickt mal auf proot.me. Sie befinden sich in einem Pi. Sie befinden sich in einem Pi. Also es ist wohlgemerkt, es ist jetzt keine Cross-Compilation-Umgebung, weil das ist ja auch so immer so ein Nerv und so, sondern das ist halt sehr sexy. Ja, mehr, du guckst auf die Uhr, deswegen kann ich jetzt nicht näher darauf eingehen, wer sich falsch war. Entschuldigung, ich gucke auf die Uhr. Nein, ich gucke auf die Uhr, weil jemand im Chat meint, ich soll irgendwas über die Uhr erzählen und ich weiß aber nicht genau, was ich über die Uhr erzählen soll. Roddy, willst du nicht mal was über die Uhr erzählen? Nee. Wir haben doch schon mal 2 Stunden über die Uhr geredet und sind dafür gehauen worden. Ja, aber hier im Chat gibt es was richtig Schönes, ein Wimmelbild vom Camp. Das gibt es nicht nur im Chat, das gibt es hier sogar als Plakat. Oh, das ist, muss ich haben. Irgendjemand hat gemeint, dass die Künstlerin heute da war und man hätte sich signieren lassen können. Oh. Ja. Die Künstlerin heute da war, die ist immer da. Die ist hier irgendwie einfach Teilnehmerin des Foxytelic und die hat das schon. Ja gut, aber die ist vielleicht nicht die ganze Zeit da an der Bude und wartet auf Leute mit einem Stift in der Hand. Ach so. Das kann natürlich sein. Weiß irgendjemand, wo es das gibt? Infodesk, okay, gibt's beim Infopoint. Cool. Wimmelbild. Ja, sehr hübsch. Auf den Schirm. Ja, gibt keinen Schirm. Ja, müsst ihr euch selber das Wimmelbild. Es gibt einen Schirm. Doch, eigentlich gibt es einen Schirm, aber ich weiß nicht, ob wir den jetzt irgendwie noch anschließen können. Ja, nee. Nee. Gibt's nicht. Man kann ja noch erwähnen, dass wo hier gerade sitzt, ja, das ist eigentlich der CCCB aus Berlin. Und wenn jetzt einer in den CCCB geht, dann geht dann nicht mal mehr das Licht an, weil es ist auch nicht mehr da. Ist alles abgebaut? Ja. Ja, die Bar ist hier. Ja, alles. Die alles. Leinwand ist irgendwie von da. Der Beamer, das Ding. Das Display, Couches, LED-Lichter, also alles. Der komplette CCCB. Ja. Was natürlich eine einmalige Gelegenheit wäre, mal sauber zu machen. Ich weiß aber, ist aber leider keiner da. Renovieren vielleicht. Aber das haben wir gemacht. Der Kercher ist auch hier. Nicht sauber. Wir haben noch nicht sauber gemacht, aber wir haben einfach so viel mitgenommen, in der Hoffnung, dass es nicht wieder zurückkommt. Yes. Naja, ich meine, hätte man nicht hier noch zu den anderen Open-Air-Veranstaltungen fahren sollen und nochmal irgendwie einen kompletten 7,5 Tonner Zeug aus Polen von dem anderen Event ranschleppen sollen. Ich denke, danach ist noch. Ja, wurde, genau. Und wo landet das dann? Im Club? Ja, nee, das wollen die wieder haben. Da, alles? Ja, glaub schon, da mussten wir auch sehr vorsichtig ausladen, weil es ist alles Kunst. Ja, und das soll nicht weg. Ja, okay, gut, na, das ist ja schön. Mal gucken, was zurückkommt. Ja. Ja. Sind wir jetzt am Ende? Ja, aber wartet, was ist denn hier danach denn so los als Programm, damit die unsere Zuhörer und Gucker jetzt wissen, also was wir jetzt machen danach? Ich habe jetzt einen Programmhinweis gleich in 9 Minuten. Ich will jetzt mir schickt auch die nicht alle weg, wir wollen hier noch irgendwie ordentlich Bier ausgegeben bekommen. Ja, das auch. Erst Bier und dann gibt es aber einen Vortrag zum Thema Musik machen mit Tesla-Spulen. Geil. Wo jemand Tesla-Coils mit MIDI-Interface in Ableton eingebunden hat. Was? Das kommt hier? Jetzt? Ja, nee, nicht hier, aber gibt es jetzt in einem Saal noch das letzte. Wo? Okay, du schickst alle weg. Na toll, jetzt sind sie alle weg. Jetzt wäre das ja die geile Party geworden und jetzt wollen sie alle Tesla-Spulen angucken. Ich will ist schon ein geiles Thema auf jeden Fall. Ja, also, so Musik, ja, hat er die denn dabei, die Tesla-Spulen, oder redet er nur darüber?
Ich weiß Na, nicht. Wenn er weiß so mit MIDI und Ableton anschließt, wird er sie wohl dabei haben. Oder meinst du, der zeigt da nur eine Folie? Zum Die verbrauchen, Thema glaube ich, ein bisschen Audio. Strom. Oder ich weiß, warum der Generator da ist. Der Fernsehturm, hier, das ist es. Es gibt hier ein Bastelprojekt, wo die so Beißhölzer machen oder so Beißstangen oder so, wo man dann über die Knochenübertragung da so Sachen hört. Da basteln die mit so einem kleinen Elektromotor und so einem kleinen Leistungsverstärker was und dann beißt du auf so eine Stange da drauf und kriegst da den Sound dann, ohne dass die anderen das hören, kriegst den Sound. Ich dachte, das wäre für, wenn das mit den Stromexperimenten schief geht, dass man... Genau. So könnte man ja mal so eine Freakshow-Podcast-Hörer-Event machen, so hier ist dein Beißholz zum Zuhören. Wir wissen nichts über System D, aber wir raten trotzdem drüber. Ja. So, ich glaube, jetzt haben wir unser Pulver verschossen. Also jetzt werde ich langsam warm, ehrlich gesagt. Was kommt denn? Ja, ich sehe das ja auch immer, so. Okay. Wie immer schlaft der Tim zuerst ab. Ja, aber dann lass dir noch was einfallen. Was nicht kommt denn jetzt könnte, danach auf dieser Bühne? Ich weiß ja jetzt nicht nach. Uns kommt einfach wie immer die Sintflut. No? Können die da vorne dann nicht hier so reinquatschen und sagen, was kommt? Die sind schon eingeschlafen. Hallo, das ist eine Open-Air-Veranstaltung, nicht Sintflut heraufbeschwören. Ja. Sintflut kommt morgen. Morgen gibt es hier irgendwie NSFW auf der Bühne und es wird wahrscheinlich regnen. Das wird lustig. Jörnchen kommt. Wo denn? Hier oder was? In einer Stunde aber erst. Ich finde die Informationen, die da angezeigt wird, finde ich jetzt gerade verwirrend. Peter, jetzt sag doch mal was. Regie. Mats ab. Was kommt als nächstes? Rainer, fahr ab. Nee, die wollen als jetzt nächstes nicht. Legt hier Jörnchen gleich auf. Es gibt Musik. Also so Musik, wie gestern, ja. Musik, dicker Beat Musik. Und irgendwie diesmal aber mit Limiter, weil wir waren zu genau. laut. Genau, und nicht wie früher, sondern wie in der Zukunft, so mit Tanzen und so. Und überhaupt mal, ich finde das total großartig, wie viele Leute jetzt gekommen sind. Ich habe keine Ahnung, es sind wahrscheinlich mehrere tausend. Und offensichtlich hört ihr ja diesen Podcast und ich finde das total großartig. Und wir bedanken uns total auch für super Feedback und super Support und Tipps und was und kriegen Gesumme. Wir nicht alles? Bier. Gesumme. Bier, und Bier, Spenden, Klicks, Aufmerksamkeit, Bitcoins, ja. Kluge Kommentare, dumme Kommentare, alles Mögliche. Das sind Hörer, die man haben will. Ja. Das sind Campbesucher auch, die man haben will, generell. Genau. Hörende Campbesucher. Alles total super. Das war's. Freakshow. Live vom Camp. Vielen Dank. Und ihr hört uns bald wieder. Hat Spaß gemacht. Dieses Podcasten. Schon verrückt, ne? Ja, das ist total verrückt. Okay. So. Wie keine Auto. Wo ist Creepy Steve? Achso, warte mal. Achso, ich muss ja noch ein Outro machen. Oh. Ja. Entschuldigung. Keine Ahnung, das machen wir auch noch. Jetzt einmal mit Profis. Jetzt hier irgendwie was eingespielt und so weiter. Also, keine Ahnung. Haben wir das hier noch? Kriegen wir das noch hin? Weil das gehört ja dazu. Weil ist ja keine Freakshow ohne, ne? Jetzt ist es total leise. Jetzt der müssen wir nochmal auf. Jetzt also natürlich nochmal auf. Noch. Habt ihr den Stecker drin? Wie bei der ersten Freakshow. Ja, dann können wir ja nochmal. Dann haben wir ja noch einen zweiten Versuch. Los, drehst den Regler. Ich kann nicht mehr lauter machen. Wenn doch, nicht du musst da Alt oder Shift drücken, dann kann Nein. man noch mehr Bums geben. Ich schicke hier total... das ist ein Fail. Der ganz normale Wahnsinn. Ja, das ist halt einfach Schluss. Tim, einfach Control-Shift-Eject. Ja, Control-Shift-Eject, genau. Ich habe keine Ahnung, warum das jetzt leise ist. Ich mache nichts falsch. Wieder schauen. Ich habe hier eine Einladung für eine Party. Ja. Nehmen wir runter. Ja. Tschüss. Ciao. Ich habe hier eine Einladung für eine Party. So, wie lange haben wir jetzt gemacht? 2 Stunden oder was? Ja, müsste so etwa sein. Spulen angucken. Ja, ich glaube, er hat das nicht. Genau, die Klappe. Well, that's what we have for you today. Thank you for coming. And we'll see you soon.